Freunde, Vitamin und ich haben einen brandneuen Kanal zusammen. Santi und Viti. Ihr habt richtig gehört. Auf diesem Kanal gibt es jeden Tag ein neues Video von uns beiden. In diesem Moment wurde schon unser erstes Video hochgeladen. Schaut vorbei in der Beschreibung auf dem Kanal Santi und Viti. Und verpasst nicht die coolsten und lustigsten Roblox-Videos. Abonniere nicht vergessen, denn wir verlosen auch Robux. Habt ihr euch jemals gefragt, wie viele Wege es gibt, um erledigt zu werden in Roblox? Lass es uns herausfinden. In Versuche zu Ofen. Okay, das Ziel ist einfach. Wir müssen immer probieren, in jedem Level zu Ofen. Level 1. Wähle ein Loch. Let's go. Und wow, ab geht es und wir sind geufft. Und was ist das hier? Okay, ziemlich sass. Ein Lava-Pool. Okay, das ist natürlich easy. Rutschiges Eis. Wer bist du? Nein, ich rutsche. Stopp. Nein, ich bin ausgerutscht. Wer bist du? Oui. Ah. Das ist so rutschig. Ja, ich weiß, Mann. Macht das nicht Spaß? Nein, es tut weh. Oh, ich rutsche aus. Wir rutschen aus, Freunde. Und wow, wir wurden wieder geufft. Was ist das? Gefährliche Brücke und sind das Robux auf der anderen Seite? Ich meine, was soll schon hierbei schief gehen? Ganz Stück für Stück. Und natürlich, die Brücke stürzt ein. Wo sind wir jetzt? Kollege, in was? Wo sind wir jetzt? Hallo. Wie schließe ich dieses Level ab? Verschwinde durch die, Fenster. Warte mal, was? Wir können durch die Fenster einfach... Wow, okay. Das hätte mir mal vorher sagen sollen. Ein Hebel. Was wird passieren, wenn wir diesen wohl betätigen, Freunde? Und... Oh, wir wurden nicht geufft und... Okay, doch. Wurden wir. Okay, wurden wir. Und warte mal. Let's go. Ab geht es die Mega-Rutsche. Easy ist das Ganze. Wir werden natürlich alle Wege kennenlernen, Freunde. Zu offenen Roblox. Und oh mein Gott, Stufe 8 Natur. Wie können wir jetzt hier erledigt werden? Oh, hier oben ist was. Hier ist eine Leiter und... Nein, Freunde. Nein, ich werde es tun. Nein. Stufe 9 Troll. Wo ist hier der Troll? Hä? Ey, ich will runterfallen. Ich will offen. Oh Mann, und hä? Jetzt mehr oben? Hallo? Hä? Was? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir haben es geschafft. Wir haben es irgendwie geschafft, erledigt zu werden. Wow. Sind wir voll? Ey, diese Straße, der. Guck mich nicht so an. Guck mich nicht. Ey. Okay, wir fallen die ganze Zeit. Aua. Guck mich nicht so an. Komm hier. Bam. Aua. Ach, das gibt auf jeden Fall eine dicke Beule. Aber wir müssen jetzt hier die ganze Zeit gegen die Laterne hier... Oh mein Gott. Gegenknallen und... Jawohl, es hat hingehauen. Erledigen, Schaden oder Klonen? Okay, wir drücken auf Schaden. Da bekommen wir Schaden. Klonen. Was? Ey, yo! Wer bist du? Ah, gut aussehender Junge. Freshe Haare. Wir können uns hinsetzen. Was, wenn wir auf Erledigen drücken? Dann werden wir auch erledigt. Stufe 12. Das Unbekannte. Wow, ab geht es. Ich seh nix. Hallo? Hä? Hier ist eine Wand. Hier ist eine Wand. Oh, ist der Zaun etwa... elektrisch. Aua, das tat... das tat weh. Mein Gott. Wie viele Wege gibt es bitte zu offenen Roblox? Damit hätte ich nicht gedacht. Hier steht... Gefahr. Das hätte ich mal... vorher lesen soll. Tja, jetzt ist es zu spät. Wir haben es geschafft. Los, geh zu deinem Chest. Oder ich schicke dich zum Nachsitz. Was willst du von mir, hä? Ich lasse mich nichts. Ich lasse mir nichts von dem Block sagen. Okay, ich gehe an meinen Platz. Was? Welche Farbe hat Mathe? Beantworte alles falsch und sie werden geofft. Mathe hat blau. Das bedeutet, rot ist die falsche Antwort. Wissenschaft ist, grün. Das bedeutet, gelb ist die falsche Antwort. Geschichte ist braun. Das bedeutet, gelb. Was? Schwierigkeit 2? Was? Was muss ich tun? Okay, irgendwas ist falsch. So, zack und... okay, wir wurden geufft. Unterirdische Lava. Oh, Obby King. Sandex ist back am Start. Okay, ist es schon die Lava? Oh, ich hoffe, wir müssen hier noch nach oben und... Ja, da haben wir... Da haben wir die Lava. Was passiert? Kann mir das bitte mal irgendwer erklären, hä? Wie soll es jetzt funktionieren? Da ist mir... Oh, nö, schön verbrannt. Was ist das? Hallo? Aber wir sind im Gras. Sind wir eine kleine Ameise oder was? Wie komme ich jetzt... Muss ich jetzt... Oh, da war... Habt ihr es auch gesehen? Da ist hier irgendwas. Oh, hey. Wer ist das? Oh nein, es ist der Uff-Block. Es ist der Uff-Block. Umgekehrter... Och, nö, Dropper. Was? Och, nö. Och, den müssen wir jetzt wirklich nach oben. Nein. Oh nein. Nein. Aber wir müssen eigentlich erledigt werden. Das bedeutet, müssen wir die nicht eigentlich treffen? Wir müssen die nach oben und dann erbärmlich runterfallen. Das ist echt sehr, sehr traurig. It's raining Blöcke. Yeah, okay. Die machen anscheinend Damage. Aber, hallo, könnt ihr bitte auf meinen Kopf fallen? Dankeschön. Geht doch. Das geht doch. Okay, wir bleiben jetzt hier, hier stehen. Ich glaube, von hier
fallen die ganze Zeit hier die Blöcke runter. Und wir bekommen, hallo, Damage, okay, hier. Ja, da rennen wir einfach durch. Wir rennen einfach ein bisschen durch den schönen Regen. Aua, das gibt eine Beule, kein Problem. Ja, wir wurden erledigt. Okay, wieso freue ich mich da drüber eigentlich so? Aber, okay, ich meine, das ist hier unser Ziel. Hier, Falltür, ist das hier? Hier ist keine Falltür. Wieso stehst du in der Ecke? Ah, okay, deswegen stehst du in der Ecke. Ich verstehe. Klaustrophobie. Klaus. Und, oh nein, es ist hier alles super eng hier drin. Und, oh nein, okay, es ist echt eng, Freunde, hier drin. Wie kommen wir jetzt hier raus? Müssen wir in diese Richtung? Von hier kommen wir doch, oder? Oder auch nicht? Okay, wir gehen mal ab nach unten. Oh, okay, hier ist eine Treppe. Ja, wir quetschen uns hier irgendwie durch. Ich glaube, sind wir hier richtig? Wo sind wir hier? Es ist so eng. Und endlich. Oh nein. Die Blöcke regnen immer noch runter. Ey, wie ist es so im Pool? Alles klar? Nein, Bob. Bob, warum? Warum musst du es dich erwischen? Nein, wir baden hier im Eispool. Ah, wir müssen die ganze Zeit so bouncen hier. Bounce hier im Eispool. Let's go. Mein bester Freund Bob, den ich seit 5 Sekunden kannte. Wenn er nicht mehr da ist, will ich auch nicht mehr. Es wird Zeit, Freunde. Es wird Zeit. Bob, da bist du wieder. Hey, ne? Oh, ich dachte schon, ich hätte dich ver... Bob! Nein, nicht schon wieder. Bob, ich werde kommen. Oh mein Gott, was ist mit den Regalen los? Holy. Die müssen, ouchi bombochi. Die müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen repariert werden. Okay. Nein, aua. Kannst du von meinem Kopf runtergehen? Hier, dankeschön. Und bam. Bob, da bist du wieder. Schwierigkeitsgrad, Fling. Okay, ich glaube, das ist jetzt... Oh, und ja, yeet. Ah, wir haben uns rausgeyeetet aus der Rainbow-Rutsche. Grabe ein Loch. Nichts leichter wie das. Zack, Schaufel ist am Start. Und wir graben uns, können wir uns jetzt hier... Oh, wir graben uns hier, zack. Schnell ein Loch nach unten. Erdbeereis, Vanilleeis oder Schokolade, Freunde. Welches Eis mögt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir holen... Ich habe heute Lust auf ein leckeres Schokoladeneis hier mit so extra Streu... drauf. Wer bist du? Was willst du jetzt schon wieder? Hallo. Muss ich jetzt den ganzen... Och nö, muss ich jetzt den ganzen Weg gehen? Ja. Ah, Mann, ey. Mann, einfach. Er hat auch keine Lust. Nein, naja, Freunde, es gibt schlimmere Wege. In der Zeit würde ich sagen, Freunde, vergesst nicht auf meine Merch-Shop vorbeizuschauen. Merch.shop/Sandex für meine brandneuen, coolen Sandex-Plüschtiere. Also schnappt ihr auf jeden Fall eins. Die sind super kuschelig und das sind die besten Kuscheltiere. Und zack, wir haben es geschafft. Easy. Oh, wo sind wir jetzt hier? In einem Dorf sind wir angekommen. Was ist... Okay, das war easy. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber Freunde, Geheimnis, du wirst geliebt? Warte mal, was? Nein, stopp. Was ist hier das Geheimnis? Was ist hier das Geheimnis? Wir sind in der Box eingesperrt. Wie sollen wir hier ufen? Oh, aha, da war das Secret Gang. Oh, hier ist Tresor. Okay, der Tresor wird gesprengt. Und Zündung. 3, 2, 1, Achtung. Boom, let's go. Wo ist der Tresor? Hallo? Oh, Money. Wer bist du? Och, na klar. Was macht er im Tresor drin? Und, hier liegt, okay. Kids Brick! Der Brick! Endlich! Der uns die ganze erledigt. Und wer liegt hier? Och, nö. Nein, ich will, aua. Ich will raus. Raus hier. Nein, Alter, es gibt keine Möglichkeit. Okay, ich glaube, das war das Schlimmste, was es gibt. Er hat nicht mal eine Chance gehabt, zu entkommen hier, wie in der Kanalisation. Und oh, wie werden wir hier jetzt erledigt? Kommt vielleicht ein Krokodil? Wer weiß. Oder vielleicht eine Ratte und beißt meine Haare? Hallo? Ich will erledigt werden. Hier entlang? Nein? Oh, nö. Ist es ein Labyrinth? Müssen wir jetzt hier ein Labyrinth bewältigen? Und, ich glaube schon, oder? Und wir sind im Kreis gelaufen. Wir laufen im Kreis. Wohin muss ich? Oh, hier! Aha, geht es ab nach unten. Ah, schön. Das ist so gut. Ein freshes Bad nehmen. So, die Haare müssen natürlich außerhalb bleiben. Ich sehe aus, das sieht aus wie so eine Haiflosse. Ew, okay, aber es ist ziemlich ekelhaft, muss ich sagen, in der Kanalisation. Ich will hier so schnell es geht hier rauskommen. Dankeschön. Wo ist hier ein Aufzug? Und, Etage Nummer 1. Dankeschön. Was soll schon passieren, wenn wir jetzt hier in den Aufzug gehen? Ich sehe, ja, guck mich nicht so an. Wir beide wissen, was jetzt genau passiert. Er ist wirklich in jedem Level hier. Und Sturzglitch, Glitch? Hallo, ja. Wie funktioniert dieser Glitch? Und, Shift-Lock oder Zoom in deine Kamera rein. Und dann ändert die Seiten, okay, so, und dann... Ja, wir sollten erstmal Shift-Lock aktivieren natürlich und dann... Oh, glitschen wir uns raus. Easy. Und dann, ja, wie immer, werden wir durch ihn zerstört. Ah, du schon wieder, ne? Ach, diese Rutsche sieht gruselig aus. Bye. Tschüss.
Bye bye. Let's go. Ab geht es. Wee. Ins Nichts. Hä? Wo sind wir jetzt? Glas? Ist das... Oh, ein unsichtbares Level, Freunde. Okay, das ist cool. Aber das Glas... Nein, ich bin zu dick. Ich bin... Nein. Was, wenn wir jetzt hier drauf bleiben? Wenn wir... Oh, okay. Hier können wir nicht geöffnet werden. Aber das Glas wird zerbrechen. Nein. Oh. Wer schaut mich denn da jetzt schon wieder an, Freunde? Wir kennen ihn... Oh, alle. Aber wir müssen erstmal zu ihm hinkommen. Rechts. Rechts ist falsch. Okay, bis jetzt immer 100% Fehlerquote. Jetzt ist links. Boom. Jetzt ist es rechts. Boom. Okay, dreimal links. Viermal links wird es nicht sein. Das bedeutet, es ist rechts. Und jetzt ist wieder rechts. Und jetzt sind wir bei ihm. Ja, na, lass dich drücken. Lang nicht mehr gesehen. Oh, wir sind im Kerker eingesperrt. Und können wir... Eis! Eis! Was? Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, das ist kein guter Grund. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist kein guter Weg, um zu offen. Aber es soll insgesamt 100 Stück, glaube ich, geben. Und okay, wir haben einen Obby hier. Nichts leichter. Wow. Alter, wie das? Was war das? Okay, kein Problem. Kein Problem. Ab geht es hier nach oben. Obby King. Boom. Jetzt geht es. Zack. Okay, first try. First try. Lass mich dich drücken. Stufe, 9,3. Aha, da oben bist du gechartet. Ich sehe dich doch, mein guter Freund. Mein guter alter, Freund hier. Och, nö. Kein ich hasse Labyrinth, ich hasse Glas. Und was gibt's Schlimmeres als ein, Glaslabyrinth? Oh, nö. Sackgasse, Sackgasse. Wo müssen wir? Und wir sind wieder am Anfang. Okay, gibt's nur den Eingang? Ah, wir können von hier auch, glaube ich, reingehen, oder? Gibt es hier, oh, vielleicht außen was? Aha, aha, aha. Wieder da, hab dich gefunden. Papierkorb, ab geht es in den Müll. Und, oh, nö. Och nö, wir werden jetzt doch nicht wie in einer Müllpresse hier zerpresst. Okay, das ist echt ein schlimmer Weg. Das ist echt kein cooler Weg. Was ist das? Ich dachte, könnte ich einfach runterspringen? Einfach jeden? Nee, okay, okay, das geht nicht. Wir müssen tatsächlich... Oh, komm schon, let's go nach oben. Och nö, nein. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an, habe ich dir gesagt, okay? Kommen wir keinen Schritt näher. Okay, ich glaube, wir müssen es tun. Es ist so eine Hassliebe zwischen dem roten Block und mir, wisst ihr? Schredder, ab geht es in den Schredder rein. So, schön. Können wir hier durch? Ah, ja, perfekt. Oh, ein Rätsel. Und, hallo, kannst du dich angucken? Wo ist dein Gesicht? Bewegt mich. Okay, okay, okay. Ja, sprechender weißer Block. Ich höre auf dich. Wieso sollte ich nicht auf dich hören? Haben wir jetzt hier irgendwas aktiviert? Nee. Und jetzt... Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ah, warte mal. Können wir jetzt hier erstmal den grünen Block aktivieren? Haben wir irgendwas aktiviert jetzt hier? So, dann ziehen wir... Ah, dich hier runter. Warte mal, hier unten ist doch was. Let's go. Okay, jetzt haben wir einen Block aktiviert. Und da oben hat sich doch... Och, nö. Nee, nicht der schon wieder. Hat sich was geöffnet. Er ist in jedem Level. Och, nö. Nee, nicht schon wieder. So einfach kann es nicht sein, oder? Hä? Dieser, bist du lieb? Du bist lieb geworden? Was ist los mit dir? Aha, das ist aber sehr nett von dir, muss ich sagen. Was müssen wir denn tun? Hallo? Kannst du mir bitte helfen? Hallo? Du kommst mir ja bekannt vor. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, weil es die Spielerlobby ist. Okay, tschüss, tschüss. Was mit ihm? Mit ihm können wir auch reden? Jo. Bro, es gibt keine Möglichkeit. Erledigt es werden. Doch, gibt es. Und wohin? Ich frage mich, wohin. Was? Das ist der Schadensblock und och nö, es war die ganze Zeit eher. Wir müssen die ganze Zeit hier Schaden, aua bekommen und aha. Okay, wohin geht es? Wir sind in irgendeinem Gebirge oder sowas. Okay, wir sind der Bergsteiger hier und müssen hier das Gebirge easy besteigen. Zack, guck mal, wie eine Gazelle hüpfen hier rum. Oder wie eine Bergziege. Ich bin eine Bergziege. Boom. Und Sanix, die Bergziege, die können wir mich auch nennen ab heute. Let's go und wir springen. Wie ein Noob runter. Okay, Freunde. Wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir klicken jetzt zum Bewegen. Und zwar, Freunde, guckt euch das Ganze. Boom! Wir cheaten! Ja! Tja, so einfach geht das Ganze. Freunde, kanntet ihr schon den Trick? Und so könnt ihr easy geufft werden, ohne was zu machen. Tja, mal lernt ihr jedes Mal was Neues dazu. Und okay, wir müssen jetzt erstmal hier diesen Ball... Komm schon! Nein, 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 nein. Nein! Nach oben schieben, ja. Nein, nein. Komm schon, Mann, komm schon, Mann. Jawohl, wir haben es geschafft. Okay, okay, jetzt nur auf den Knopf. Ja, noch ein Stück. Boom. Und, ach nee. Ach nee, nicht du schon wieder. Was willst du? Was ist dein Problem? Was hast du gegen mich? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Hallo. Wie mache ich diesen Glitch? Wie? Oh, okay, er lächelt mich schon an. Ganz einfach. Aktiviere nur Shift-Lock und zoom in. Shift-Lock und, hä? Wie? Oh, so und, okay, wir müssen, aber warte, ich glaube, wir müssen das Ganze so machen und dann, zack, so, springen. Easy. Level 50 sind wir mittlerweile. Quiz-Obby und, oh, nee, okay, ein Obby und ein Quiz. In beidem bin ich ein Noob drin und, oh, nö. Was? Wie heißt der freundliche weiße Block? Kumpel oder Bruder? Es ist Kumpel, den kenne ich natürlich. Boom, easy, Kumpel, mein alter Kumpel. Zack. Was war das erste Geheimnis im Spiel? Was? Versteck gefunden? Oh. Ich glaube, es war trotzdem richtig, aber wir waren einfach nur zu schlecht. Wir waren... Nein!
nein, 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 nicht runter, nicht runter. Okay, das war knapp, wir haben es geschafft. Okay, ich glaube, ab jetzt wird es auf jeden Fall ziemlich hart. Okay, wir sind im Lagerhaus. Dude, können wir mit dem Gabelstapler fahren? Können wir hier nach oben klettern? Ah, okay, wir können anscheinend nach oben klettern. Können wir noch weiter? Oh, sag nicht, in irgendein Paket ist wieder dieser rote Block drin. Ne? Dann raste ich aus, wenn ich den schon wieder hier irgendwo sehe. Wie wollen wir bitte im Lagerhaus geruft werden, frage ich mich. Nee, ne? Nein, was machst du hier drin? Ich wusste es. Ich wusste es. Er versteckt sich wirklich überall, der Dropper. Oh, ne. Okay, ich glaube, wir müssen den Dropper... Wow, tatsächlich schaffen. Warte, hä? Wir haben es doch geschafft, oder? Nächster Versuch. Let's go. Aha. Hier müssen einfach runterfallen. Troll Nummer 2. Aha. Immer wenn ich dich sehe, bin ich glücklich. Das wird lustig. Lol. Kannst du vielleicht bitte. Kannst du vielleicht helfen? Nö, ich sitze hier und lache, wie du getrollt wirst. Brap. Dein Ernst, Mann? Okay, okay. Du bist mir echt eine große Hilfe. Okay, wir können hier durchspringen. Okay. Und jetzt? Was sollen wir tun? Und jetzt können wir hier durchspringen und ich check gar nichts. Ich check gar nichts. Ist es vielleicht einfach nur Ablenkung und wir können einfach bitte hier irgendwo runterfallen? Hä? Was haben wir getan? Was haben wir getan? Und vor allem, wo sind... Warte mal, ach nö, wo sind wir? Wo sind... Ich will runter. Ich will... Hallo? Was passiert? Gibt es irgendeinen Ausgang? Und hä? Ich check gar nichts. Ich check gar nichts, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ab geht es in die Spülmaschine. Spüle. Ah, nee, okay, das ist die normale Spüle. Oh, nö. Oh, Gott. Okay, ich glaube... Wow! Was machst du da drin? Was machst du da drin? Ich dachte, wir ertrinken oder so. Aber anscheinend nicht. Verlassen? Ja, das hört sich gut an. So easy? Niemals ist das so easy, oder? Nie im Leben. Und doch. Wow, das war echt einfach. Achtung, dieser Obby wird ziemlich rutschig hier. Okay, okay. Oh, nee. Wir müssen jetzt hier ab nach oben. Und da lächelt mich doch schon wer an. Moin. Das schmeckt so gut. Ich weiß. Das beste Frühstück aller Zeiten. Okay. Wie sollen wir jetzt beim Früh... Oh, Junge, bin ich auf der Soße ausgerutscht? Bin ich auf der... Auf was bin ich ausgerutscht? Ja, auf der Soße. Na klar. Oh, so lecker Pfannkuchen. Warum? Warum tut die Soße so... Wow, wow, wow. Junge, ich habe einfach Breakdance gemacht. Holy. Rätsel Nummer 2. Okay, was müssen wir hier machen? Wir müssen wahrscheinlich irgendwas, aha, aktivieren. Wir können hier entlang gehen. Aha, und hier können wir, ich checke, den blauen Weg aktivieren. Okay, zack. Jetzt ganz schnell wieder zurück. Ab, nein, geht es. Okay, der blaue Weg ist aber trotzdem aktiviert. Okay, jetzt können wir hier den roten Weg aktivieren. Die rote Leiter, okay. Dann haben wir hier, zack, den grünen Knopf. Den haben wir aktiviert. Und dann sind wir bei ihm angekommen. Ey, yo, das ist echt ein bisschen sus. Lol. Okay, können wir einfach wenden. Und, okay, wir sind irgendwo unten angekommen im Lüftungsschacht. Hä? Hallo, störe ich euch? Warte, ich kann gerade nicht reden. Okay, was mit dir? Bald, ich meine, ich muss die Security-Kameras abchecken. Aber was? Wieso? Warum? Der Imposter ist gewendet. Wir werden ihn suchen. Okay, ich schätze mal, der Imposter ist irgendwo der rote Block, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass hier... Hey, da? Du hast mich gefunden. Was? Ich hab den Imposter. Der Sassy Imposter wurde gefunden. Und was ist das jetzt hier für ein Level? Wir sind in der Schule. Ich glaube, den Ort hätte ich mal ein bisschen öfter besuchen sollen, aber nö. Oh, okay. Ja, ich glaube, hier ist mehr richtig. Easy Oldschool Obby, was? Das war's? Der klassische Roblox Obby? Wie sollen wir jetzt aber hier bitte geuft werden? Und okay, ich checke schon. Ja, na klar. Wieso frage ich überhaupt? Hier bin ich auf der anderen Seite. Es ist ein Spiegel. Es ist ein Spiegel. Was ist ein Spiegel? Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Und oh, ich glaube, hier wird... Ah, die Seite wird gespiegelt. Oh, genau, das bedeutet, alles, was auf der Seite ist, ist auch hier. Das bedeutet, hier ist eine Leiter. Das bedeutet, hier können wir geradeaus gehen. Dann können wir hier... Okay, hier deutlich springen. Oh, okay, wir sind oben. Jetzt müssen wir hier... Hä? Ah, wir müssen hier hinspringen. Genau, und jetzt sollte der Block, uns aufhören. Versuch dich nicht zu verlaufen, Mann. Okay, dankeschön für den Tipp. Dankeschön und... Okay, Sackgasse. Sackgasse. Oh nein, wie viele Labyrinths? Wie viele Labyrinthe? Labyrinths? Ich weiß nicht, aber... Junge, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Hier irgendwo wird bestimmt wieder der rote Block sein, ne? Der wartet doch bestimmt wieder auf mich. Der chillt hier... Moin. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn kurz... Da ist er. Da ist er drin. Habt ihr es gesehen? Wie komme ich da rein? Hier, irgendwo ist er.
Da ist er. Der Boden. Ah, ist Lava. Okay, okay, das bedeutet, wir dürfen nicht den Boden berühren. Aber eigentlich müssen wir doch offen. Eigentlich ist es doch gut. Aber anscheinend nicht. 3, 2, warte mal. Was? Was soll ich tun? Ich übe gerade meinen Sprung. Alles klar. 3, 2, 1. Let's go. Okay, wohin müssen wir? Aha. Aha, ich sehe doch schon oben. Ich sehe da schon wen. Freunde, erratet die Tür. Wir werden First heute die richtige Tür erraten. Es ist die hier. Es ist die hier. Wenn es die ist, müsst ihr alles Video liken und den Kanal abonnieren. Okay? Ihr müsst trotzdem den Kanal abonnieren. Und das Video liken. Hallo? Hallo? Ist hier. Junge, ich weiß nicht mehr, welche Tür. Wo haben wir geklopft und wo nicht? Vielleicht hätten wir auch alles nach der Reihenfolge machen sollen. Wow. Ich weiß es nicht. Jawohl, first try, easy. Laser, okay, können wir. Wieso können wir nicht durch die Laserofen? Wieso müssen wir erstmal durch die Laser den Parcours machen, überleben und dann von ihm hier das 100. Mal erledigt zu werden? Das check ich nicht, muss ich sagen. Was ist hier? Brauchst du Hilfe? Nö, Mann, ich schaff das alleine. Okay, okay, ja, yeah, ich brauche Hilfe. Ja, ich brauche doch Hilfe, ich hab's ja alles überlegt. Okay, der Jump ist so, aha, aha. Aber wir müssen den Screen ändern, das bedeutet. Aha, warte, das sollte man nicht bekommen. Jawohl, nein, wir haben es geschafft, wir müssen so zur Seite springen und dann. Aha, ab nach oben. Easy, easy, kein Problem, Mann. Die Bank. Oh, ich dachte, wir brechen eine Bank ein und dann sehe ich das. Ich berühre erstmal alle. Ja, ich wusste es. Ich brauche gar nicht erst mit ihnen zu reden. Ab ins Gym und natürlich auch im Fitnessstudio. Das werden wir den Kollegen nicht los. Kein Jump-Obby. Oh, okay, das bedeutet, wir können nicht springen. Aha. Easy, easy, easy. Nichts leichter wie das. Schau euch das ganz mal an. Der Profi und jetzt? Einfach runter, denke ich mal. Jo. Okay. Okay, es ist wieder Zeit für ein Spiel. Puzzle, das bedeutet. Och ne, wir müssen jetzt hier Jump. Wir haben direkt erst Jump gefällt. Hä? Was müssen wir tun? Der Obby ist gespiegelt. Das bedeutet. Okay, warte mal. Wir springen so weit. Ja, okay. So weit. So weit. Och nö. Oh, wir sind oben. Und das bedeutet auf der Seite. Genau, ist der rote Block. So. Wer von euch ist jetzt hier der Böse? Wer ist es? Du da oben? Ja. Ich wusste es. Ich habe es direkt schon gesehen. Rainbow Obby. Müssen wir jetzt hier irgendwas aktivieren? Nee, ich glaube, wir müssen einfach nur gut sein. Wir müssen in dem Obby einfach nur easy gut sein. Guck dich das Ganze an. Der Profi. Der Profi. Ecksprünge. Ecksprünge. Kein Problem. Ist es alles? Ist das alles, was du drauf hast? Wo ist der Schadensblock? Da oben! Aua, aua, au, au. Wir müssen jetzt die ganze unsere Kopf da anstoßen hier. Au, 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 au. Ja, tut ein bisschen weh, tut ein bisschen weh. 9 Stück. Ja, Auchi. Jawohl, dankeschön. Dankeschön für deine Hilfe. Schnelles Quiz. Was? Oktober 2000, was? 23? Ja, okay. Ich weiß, ja. Okay. Oktober, nein. September, hä? So. So, 63. Ich habe keine Frage gelesen, aber easy, easy. Mein Gehirn ist echt sehr gut, okay? Beim DJ-Pult versteckt er sich auch. Was? Wir müssen jetzt nicht die ganze Obby machen, oder? Wir müssen jetzt hier nicht den ganzen. Ist das hier der Tower of Hell oder was? Ich wollte hier chillen ein bisschen. Naja, kein Problem. Nichts leichter wie das. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, dann hier drüber. Ab geht es. Okay, blaue Etage. Oh mein Gott, wir müssen auf den einen Block. Wenn ich jetzt einmal runterfalle, müssen wir alles von vorne machen. Dann raste ich aber hier komplett aus. Aber wir sind oben angekommen. Und ab geht's hier nach unten. Das kann nicht so einfach sein, oder? Das war's? Nein. Och, ich habe mich schon gefreut. Ich habe mich einmal gefreut, dass man einfach ist. Oh, Level ist. Okay, einfach runterfallen. Achte auf deinen Schritt. Nö. Ich gehe einfach gerade. Ah, wir müssen jetzt hier den. Ah, den richtigen. Link. Hä? Was? Wohin müssen wir? Müssen wir springen? Okay, ich springe einfach durch. Tschüss. Okay. Tschüss, ihr Noobs. Tschüss, hier entlang. Nein. Okay, und. Oh, ich glaube. Wir haben es geschafft. Jawohl, wir haben den richtigen Weg gefunden. Oh nein, ich darf jetzt nicht erledigt zu werden, um nach oben zu gehen, um dann erledigt zu werden von ihm. Das macht gar keinen Sinn, aber wir haben es geschafft. Ah, Cafeteria. Hallo, willst du mit mir sitzen, Mann? Nee. Ich glaube, ich muss zu dem Kollegen hier. Kann das sein? Kennen wir uns? Ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen, oder? Können wir jetzt hier, nur für Mitarbeiter. Aha, wir können einfach hier, zack, uns durchschmuggeln. Ich glaube, mit dir muss ich nicht mehr reden. Ich glaube, ich weiß schon, was zu tun ist. Ich glaube, nach 82 Level mittlerweile check ich, dass wir von dem Hä? Was? Was willst du tun? Okay, komm, wir gehen doch. Das sieht echt merkwürdig aus. Werden wir überhaupt hier erledigt? Okay. Ah, hier geht's entlang. An der Seite, wir müssen den richtigen Weg finden. Lass dich nicht von der Wand zerquetschen. Oh, warte, was passiert, wenn wir uns zerquetschen lassen? Oh mein Gott. Wow, die riesengroße rote Wand kommt und... Okay, wir dürfen uns echt nicht zerquetschen lassen. Okay, wir sind hier beim nächsten Checkpoint. Let's go, renn. Ab geht's, schnell, nicht zerquetscht werden. Und, oh mein Gott. Wow, okay. Das war knapp. Wir haben es gleich geschafft. Da kommt die Wand. Nein, renn. Let's go. Troll Nummer 3. Okay, diesmal werde ich nicht getrollt, Freunde. Ich sag... Okay, wie wollen wir... Es hat jetzt schon nicht geklappt.
Was müssen wir tun? Wieso ist hier... Oh, unsichtbare Leiter. Unsichtbare Leiter. Oh, nö. Oh, und jetzt? Hallo? Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig verbunden? Okay, hier sind irgendwelche unsichtbaren Blöcke. Aha, das ist das andere Level. Oh, okay, es geht hier nach oben. Es geht hier... Hä? Was? Och, nee, der schon wieder. Nicht der schon wieder. Retrohaus und... Ach, moin moin. Wow, altes Roblox. So simpel. Dankeschön für deine Hilfe. Dankeschön für deine Hilfe. Aber okay, ja, das ist wirklich das alte Roblox. Freunde, wir werden nicht nur in Roblox geufft, sondern auch im alten Roblox. Okay, können wir einfach in den Kamin... Aha, gehen. Labyrinth, das 10. Willkommen zum nächsten Labyrinth-Let's Play hier am Start. Wie kommen wir jetzt hier aus dem Labyrinth raus? Und wer dieser rote Block ist da? Wer er ist schon wieder hier? Aha, da ist der Hund. Was? Matheklasse? 819 plus 121? Was? Was muss ich tun? Was muss ich tun? 940 müsste das Ganze, glaube ich, sein, oder? Oh mein Gott, nein. Ich rechne das jetzt nicht. Ich rechne das doch jetzt ganz schön nicht. Was, wenn ich das falsche Ergebnis eingebe? 1? Okay. 7451? Okay, es war anscheinend richtig. 13 plus 127, 140. Und, wow. Wir wurden erledigt, weil wir Mathe falsch gelöst haben. Wir haben sogar die Ergebnisse alle richtig gelöst und trotzdem, okay, war es falsch und boom, hier sind wir oben angekommen. Okay, nächstes Spiegelpuzzle. Das kriegen wir jetzt einfacher hin. Hier müsste das Ganze, oh wow. Hier müsste das Ganze irgendwo sein. Aha. Hier ist nichts. Ah, hier oben. Okay, zack. Dann hier da oben und... Was? Wo ist der rote Block? Ah, da haben wir ihn. Und, okay, wir müssen ihn wiederfinden. Wo ist der? Wo ist der? Wo bist du? Braver, böser Brick. Bist du etwa hier? Hast du dich etwa hier in der Ecke versteckt? Na? Hallo? Aha, aha. Wen habe ich denn da? Da habe ich dich gefunden. Drück eine Taste. Nö. Ich laufe einfach geradeaus zu ihm. Schneller Mann, der ist 91 plus 71. Let's go. 163. 18. 6. Oh mein Gott. 0. Und das letzte Ergebnis sind... 808, jawohl. Richtig, natürlich nicht geraten, sondern gut gerechnet. Harter Obby. Aha, endlich mal hier eine Challenge für uns. Och nö, ich glaube, das wird, glaube ich, wirklich ein harter Obby. Aber wir kriegen es hin. So, und jetzt hier um die Ecke springen. Was? Okay, das ist schwierig. Können wir direkt so abcheaten, abkürzen? Wir müssen Obby tatsächlich beendet. Was machen wir jetzt hier? Wieso sind wir jetzt hier wieder zurückgesprungen? Ich check nicht mal, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, aha, hier um die Ecke. Aha, dann hier nach... Wow, oben, klettert und hab dich. Finde die Flucht. Okay, es ist wieder ein Labyrinth. Voll, wo ist die Flucht? Wir müssen nicht bestimmt wieder um die Ecke, oder? Guck mal, zack, wir gehen mal hier um die Ecke. Gibt es hier irgendwie ein Loch oder sowas? Wo wir vielleicht, okay, Sackgasse runterfallen können. Oh, ja, hier. Genau, was ich gesagt habe. Easy, ich habe die Flucht gefunden. Löcher. Okay, wir haben links ein Loch und oben ein Loch und hier ein Loch. Ich wette, egal durch welches Loch wir fallen, wir werden durch beide nicht erledigt. Okay, dachte ich mir. Wir werden aber nach oben teleportiert und zack, kommen wir nach oben und können jetzt hier runterspringen. Och nö, so viele Blöcke gucke ich an. Was guckt ihr so? Was guckt... Och nö, nee, das lese ich nicht vor. Das lese ich nicht vor. Okay, das ist wieder dieser Leiter-Trick, dass wir so, wie war das Ganze? So und dann so zack, um die Ecke springen. Was ist das? Es gibt noch einen Wallhop. Wir müssen an die Wand springen und dann müssen wir... Warte mal, was erzählst du mir? Flat Wall Clip? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Soll ich jetzt hier 1000 Glitches probieren, Alter? Bitte. In der Ecke. Ja, alles klar. 180 Grad. Ich muss mich auch irgendeine krasse Drehung oder sowas machen. Was wollt ihr jetzt von mir? Und. Hä? Wie das funktioniert? Hast du das auch gesehen? Ich weiß auch nicht wie, aber egal. Ich hab's irgendwie geschafft. Okay, wie kommen wir jetzt auf die andere Seite rüber? Oh. So easy? Ich dachte, es gibt wieder einen Glitch. Schadenschleife Nummer 2. Ah, wir müssen jetzt die ganze Zeit so bouncen. Aua. Die ganze Damage bekommen. Kein Problem. Tut ein bisschen weh, aber ich meine, das ist ja auch unser Ziel. Wir müssen ja hier geufft werden. Das bedeutet, boom, wir wurden geufft. Stufe 99 sind wir. Okay, ganz vorsichtig. Junge, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Meine Augen. Alles ist weiß und trotzdem, wir haben es geschafft. Letztes Level. Neonsprünge. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Was? Und was? Wir wurden erledigt. Wir haben es geschafft. Wir haben alle 100 Level beendet. Und das waren die 100 verrücktesten Wege. Zu offenen Roblox. Roblox aber versuche zu sterben. Oh, was ein wunderschönes Loch. Und easy, Level Nummer 1 bestanden. Und solche noch viele weitere ultra schwierige Level müssen wir im heutigen Video bestreiten. Und unser Ziel dabei wird es sein, zu sterben. Das wird die härteste Challenge aller Zeiten. Aber ob wir das Ganze schaffen werden, das werden wir jetzt herausfinden. Und damit, helft
Freunde, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Try to Die. Und in diesem Spiel, Freunde, müssen wir probieren zu sterben. Und ihr seht, ist das hier schon Level 1 und... Wer ist er eigentlich? Hallo? Nee, hallo und willkommen zum brandneuen Oster-Event. Alles klar, nö. Tschüss. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm, Alter? Er rastet komplett aus. Was hat dir die arme Wand angetan? Ich hasse mein Leben. Oh mein Gott, hallo? Wir sprechen mal mit ihm und... Hilf mir rauszukommen, ich kann dieses Level nicht schlagen. Oh Gott, hier ist doch ein Loch, du musst hier reinspringen. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, let's go, ab geht es. Und wir sind, uff, wir wurden geufft, Freunde, und haben damit Level Nummer 1 bestanden. Aber es hat natürlich immer schwieriger und wir machen sofort weiter. Hey, brauchst du Hilfe? Ja, Hilfe klingt auf jeden Fall gut. Ich bin ein Block und du kannst dich bewegen. Was, wirklich? Ja, also glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir können ihn bewegen, aber wie können wir jetzt dich hier bewegen? Ich werde bis hier in der Ecke, ne? Aber, Freunde, ich würde sagen, wir können einfach wieder draufspringen, okay? Und wer bist... Wow. Wow. Was war das denn für ein Fail? Und wir müssen jetzt hier, zack, einmal rüber und... okay, der rote Block, er macht uns anscheinend Damage und durch ihn sterben wir. Das merken wir uns, Freunde. Dann haben wir einen gelben Block. Level Nummer 3, Stufe 3. Okay, ich berühre dich und aua, aua, aua. Okay, okay, ich verstehe schon. Und durch den gelben Block, aua. Wieso soll ich dich nicht berühren? Ich mache super viel Damage. Okay, und der gelbe Block macht uns so langsam aber sicher ein bisschen Damage. Okay, Freunde, das bedeutet, rot ist tödlich und gelb Damage. Stufe 4, das Fenster. Och, was ein wunderschöner Tag. Och, die Sonne scheint und der Himmel ist blau und ich habe keinen Bock mehr. Let's go. Alter, wie viele Level, Freunde. Hoho. Es noch geben wird, es wird auf jeden Fall sehr krass. Okay, nächstes Level. Okay, wir haben hier ein paar Häuser und... einen roten Brick. Oh ja, yeah. Der uns erledigt. Okay, okay, weiter geht es. Zack, kostenlos atmen und... Wow, okay, okay, es ist ein Troll. Wir müssen wahrscheinlich, warte mal, wer bist du? Nö, ich werde dir nicht helfen, ich bin zu faul. Warte mal, du hast gesagt, man kann dich schieben... Junge, lass mich dich schieben und... Okay, bra. Okay, das bedeutet, erstens keine große Hilfe. Wir müssen jetzt hier ein Obby... Wow, machen, was ist das denn hier für ein Troll, ey? Und... wir müssen einfach nur das Damage berühren hier. Das kleine Loch und... Wow, okay, wir müssen jetzt wirklich hier... Komm schon! Komm schon! Wie sollen wir da rein? Ist irgendwie dieses kleine Loch hier. Oh! Ja! Ja, ja! Schubst mich! Schubst mich! Ja! Let's go! Wir haben es geschafft. Okay, ihr seht es, Freunde. Die Level werden auch natürlich immer und immer schwieriger. Stufe 8. Erreiche es. Oh, das bedeutet, wir müssen uns jetzt wirklich dieser Challenge stellen und in jedem Level durch die verrücktesten Todesursachen es schaffen, erledigt zu werden. Aber, okay, das ist ja easy. Oder kommt noch ein Troll? Nö. Okay, wir werden einfach erledigt. Zack! Durch den roten Brick hier. Stufe 9. Der Spiegel. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich alles gespiegelt. Das bedeutet, aha, hier geht es nach oben. Dann geht es einmal hier. Okay, nach unten. Okay, Freunde. So, es geht erstmal hier. Ey, wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Warte mal. Hier, ach, ganz in der Ecke. Ganz in der Ecke ist die Leiter. So, dann geht es hier. So, zack, ab nach oben. Und let's go. Da sind wir angekommen. Okay, Stufe 10 sind wir mittlerweile. Die Schleife. Warte mal, die Schleife und... Oh, nö. Wir müssen, okay, mal nach oben springen. Aua. Okay, Damage bekommen. Und wieder nach oben springen. Und aua. Okay, Damage bekommen. Ich hab's verstanden. Das Level ist ja easy peasy. Zwar ein bisschen nervig, aber wir haben das Ziel erreicht. Wir sind tot. Ihr seht es. Das ist ja unser Hauptziel. Okay, bei welchem Level sind wir mittlerweile? Warte mal. Level 11. Die Herausforderung. Bam, bam, bam. Moin. Okay, da würde ich sagen. Mal schauen, was die Herausforderung sein wird. Oh, wir haben hier ein rotes Osterei. Okay, interessant, interessant. Aber, okay, was müssen wir jetzt machen? So, ab geht es hier nach oben. Okay, Freunde, was ist die Challenge? Was ist die Challenge? Okay, dann geht es jetzt hier. Oh, okay, da ist der rote Block. Zu dem müssen wir... Ey, wow. Also anscheinend irgendwie kommen. Aber wie? Okay, okay, den Sprung haben wir geschafft. Ja, ja. Ja, wir haben es. Deep, 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 deep. Okay, das war ja easy, die Challenge. Oh, okay, jetzt sind wir im First Person. Oh, es ist Zeit für ein Labyrinth. So, okay, wo müssen wir? Hier ist ein Spiegel. Das bedeutet, hier ist schon mal kein Durchgang. Dann gehen wir zurück. Ist hier irgendwie ein Secret-Gang oder... Oh, so, okay, wir können hier nach oben. Achso, nee, okay, können wir nach oben? Nee. Wir müssen jetzt hier wirklich durch das Labyrinth hier gehen. Ah, okay, Sackgasse. Freut mich. Ich war nie der beste Labyrinth, muss ich sagen. Aber, hey, wieder bitte da. Boom. Okay, dann schneidet ihr einen Brick, der uns direkt erledigt. Oh, Stufe 13, Explosion. Ich glaube, Freunde, ihr wisst, was es bedeutet. Explosion. Okay, was passiert, wenn wir jetzt direkt hier so stehen bleiben? Und,
Wow. Okay, okay, Junge, wir wurden in 1000 Einzelteile zerpflückt, ey. Okay, der Kleine, siehst du? Siehst du, was ist ein siehst du? Ein Window, Freunde, ein Fenster. Ah, komm schon. Easy, Freunde, mit so einer schlanken, wunderbaren Figur passt durch jedes Loch durch. Okay, wir schauen mal weiter. Hello, willkommen to the forest, man. Yo, hello? Okay, was machen wir im Wald? Du bist hier, weil es ganz viele verschiedene... Oh. Okay, ich verstehe schon, Freunde. Irgendeiner wird uns davon wahrscheinlich... Aha, erledigen. Da habe ich den Imposter gefunden. Das Loch? Okay, wir springen rein. Hier gibt es hier vielleicht irgendwo ein Secret? Nee. Können wir durch ihn erledigt werden? Ja, okay, natürlich. Er ist immer der Joker. Durch ihn werden wir immer erledigt. Okay, Stufe 17. Finde es. Was soll ich finden? Ha, hab dich. Ich weiß. Irgendwo bist du hier. Wer auch immer du bist und wen auch immer ich hier suche. Aha. Oh, nee. Oh. Oh, natürlich. Den kleinen roten Brick hier. Ha, der uns direkt erledigt. Sehr, sehr gut. Okay, Stufe 18, Freunde. So, die Schleife Nummer 2. Okay, das bedeutet... Oh, nee, wir müssen hier... Bumm, immer runterspringen und immer wieder Damage bekommen. Hier sehen Sie den allmächtigen Sentex Roblox, wie er vor der Klippe springt. Tada! Oh, ja, und das Ganze müssen wir jetzt noch so 26,4 Mal machen und dann... Jo, alles klar. Kriegen wir immer mehr Damage. Also ich muss sagen, der rote Block ist mir ein bisschen sympathischer. Kurz direkt ohne Schmerzen können wir direkt einfach erledigt werden, wisst ihr? Und durch ihn muss man sich immer durchquälen, Alter. Junge, wir haben fast kein Leben mehr. Wir humpeln schon ins Ziel. Noch ein Stück. Und da... Ey, nee, ne, Freunde, was ist das denn hier? Was ist das denn, Junge? Wir haben so wenig Leben. Wir haben es denn überlebt, ey. Okay, jetzt aber. Jetzt aber und, moin. Willkommen im Rainbow Chaos Maus. Was müssen wir jetzt bitte hier drin finden? Ey, ich habe hier gar keinen Überblick hier. Es ist alles so bunt. Es ist alles so schön hier. Ich will gar nicht erledigt werden. Aber, Freunde, auch hier. Vielleicht wird es hier wieder einen roten Block. Aha, da haben wir den Übeltäter. Schau mich das an. Gerade, wo wir über ihn redet, da haben wir ihn erwischt. Let's go, Stufe 20. So, erzähl mal. Jo, weißt du immer noch, wer ich bin? Okay, bye. Okay, tschüss. Ich weiß, ich kann dich verschieben, ne? Nee, okay, anscheinend immer noch nicht. Aber wir haben ein oranges Osterei und wir können hier nicht rein. Können wir jetzt irgendwie auf das Haus springen? Nee, okay, okay, okay. Wir fragen ihn mal lieber doch. Jo, Nea, kannst du mir helfen? Okay, es ist mein Fault. My name is Part. Oh, Part. Schön, dich kennenzulernen. Jo, schön, dich kennenzulernen. Okay, Part. Was kann ich nun tun? Jo, es ist easy. Sag einfach meinen Namen und die Tür wird sich öffnen. Okay, Freunde, würde ich sagen, wie heißt du nochmal? Ha, nein, natürlich. Part. Und, jo, die Tür hat sich ge... Part. Junge. Vor meiner Nase, Alter. Ich hab mir meine Nase gestoßen. Let's go. Die Tür hat sich geöffnet und da wurden wir erledigt. Und oh, wir haben noch ein Osterei gefunden hier. So ein blaues und wo zum Teufel sind wir jetzt hier angekommen? Okay, das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Hallöchen. Hallo, ist hier irgendwer? Und Mohol. Okay, ich bin hier ganz alleine. Können wir die Kisten öffnen? Nee, anscheinend nicht. Gibt es hinter den Kisten irgendwas? Auf den Tischen oder irgendwie sowas? Junge, wo bin ich hier? Wie zum Teufel soll ich hier bitte in diesem mysteriösen Raum erledigt werden? Oder versteckt sich hier wieder irgendein Brick hier hinter? So ein roter Block oder sowas? Nö. Dann lass uns mal wieder hier nach oben gehen und... Seit wann ist dieses Loch da? Seit wann ist dieses verdammte Loch da? Das war vorher nicht da, als ich geschaut habe. Das ist gespawnt oder was? Okay, Stufe 22. Okay, drücke das Quadrat in Klammer deinen Freund rückwärts mit Shift-Lock. Okay, das bedeutet, okay, mein Quadrat, also mein Quadrat hat auch einen Namen, verdammt nochmal, das ist Part. Part, komm, lass dir nichts sagen. Du bist ein liebevoller Quadrat, muss ich sagen. Du schaffst das schon. Wir konnten einfach hier so nach oben springen, okay? Ich weiß nicht, ob das Ganze geplant war, aber wir haben es geschafft. Wir wurden erledigt, haben das Level beendet und mehr müssen wir auch in dieser Challenge und in diesem Level nicht probieren. Ich bin mal gespannt, wie viele Level es insgesamt hier gibt und wie weit wir mittlerweile sind. Und moin, okay. Da wurden wir durch den Brick wieder hier zerlegt. Oh, nö, ne? Was ist das denn hier, Alter? Es gibt ja 1000 von eurer Sorte. Wo ist denn hier mein kleiner Brick? Wo ist der denn? Ja, natürlich. Ganz links außen mit seinem Blick hier. Oh, wir haben einen Rocket Launcher. Frohes neues Jahr. Wir schießen Raketen in die Luft. Und frohes neues Jahr. Oh, hä? Wieso haben wir nicht kein Damage bekommen? Und ist das auf uns? Ja, okay. Das beantwortet unsere Frage. Jetzt wollen wir erledigt. Und Bloxy-Cola. Hä? Wieso haben wir durch Bloxy-Cola erledigt werden? Gluck, 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 gluck. Okay, wir bekommen Damage. Wir bekommen Damage. Und... Okay, wir trinken nochmal. Und... Okay, wir trinken noch einmal. Und... Hey,
Ah, okay. Rest in peace. Rest in Rio. Okay. Triff ihn. Okay, okay. Das bedeutet, Hallöchen. Okay, wir haben ein Badge bekommen und... Wow. Alles klar. Was war das für ein Level? Der Pool. Oh, jetzt erstmal eine Abkühlung an diesem scheißen Sommertag. Ach, aber irgendwas ist in dem Pool sehr merkwürdig, muss ich sagen. Wieso ist das Wasser grün? Und okay. Deswegen ist das Wasser grün, verdammt nochmal. Oh, wir sind hier im Supermarkt. Oh, wir haben den roten Brick wieder am Start. Jo, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Ja, ich möchte einmal erledigt werden. Und... Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Er hat mir weitergeholfen. Let's go. Okay, Stufe 30. Wähle die Door. Freunde, schreibt es jetzt in die Kommentare. Was würdest du wählen? Tür Nummer 1, 2 oder 3? Da bin ich mal gespannt. Wir wählen, Freunde, die goldene Mitte. Und... Wow. Ich kann auch nicht dafür, verdammt nochmal, dass ich reingegangen bin, okay? Guck mich nicht so an. Okay, dann wählen wir die Tür Nummer 1 und... Ach, Freunde, er ist am Lachen. Guck mal, wir sind beide so gut gelaunt und haben beide ein Lachen. Na toll, ist jetzt die dritte Tür? Ja, es war die dritte Tür, natürlich. Wir haben die letzte Tür ausgewählt. Okay, okay, wer ist er? Jo, es ist ein Obby, du kannst mich pushen, wenn du willst, okay? Jo, dann würde ich sagen, helf mir mal bitte. Jo, 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 ich weiß. Hä? Bescheid, ist es ein Troll? Ist es ein Trolli-Moli-Obby oder was? Warte mal. Whoppa! Okay, nee, okay, hä? Gerade eben hat es nicht geklappt, okay? Oh, oh, wird der Noob es schaffen? Komm schon, Noob! Ja! Yeah! Ein Applaus, Freunde, für den Noob! Es ist sein erster Roblox-Obby, okay? Zack, ja, zack. Zack, nee, zack. Okay, wir lassen den Noob vor. Wir lassen den Noob vor und... Yo, der Noob hat's geschafft. Junge, das ist der beste Noob, den es gibt in Roblox. Okay, Freunde, wir spielen jetzt mit dem Noob zusammen. Yo, hallo, willkommen zurück. Hallo, Teil. Part hieß der ja, ne? Part, Part, Part. Part, try you... Was müssen wir tun? Hä? Wie ist erledigt? Noob! Okay, jetzt sind es nur noch wir zwei... Hä, Noob? Du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Leute, unsichtbar? Hä? Ah, okay, okay. Jo, alles klar, Leute. Ich bin auch wieder da. Moin, moin. Okay. Irgendwas war unsichtbar, wodurch wir erledigt wurden. Keine Ahnung, was auch immer das war. Der Troll-Obby. Oh, hier ist ein Trollface. Trollo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 l. Ja. Freunde, wir haben ein... Ey, okay, wir haben ein Troll-Obby. Aber, Freunde, nicht mit mir. Nicht mit... Okay, mir. Das bedeutet, es gibt immer so unsichtbar... Ja, ich wollte es euch nur kurz zeigen. Es gibt immer unsichtbare Parts oder sowas. Wie unser Freund Part heißt. Das bedeutet, zack... Müsst ihr hier rüberspringen? Okay, hier rüberspringen, Leute, Leute. Okay, der Noob, Junge, der Noob ist so krass. Der Noob ist der krasseste. Okay, okay, okay. Er geht so. Und jetzt, jetzt. Okay, man kann hier bis... Ah, man kann durch die Leiter durchgehen. Und zack, rüberspringen. Zack. Und zack. Easy. Schon, Obby. Geschafft. Und okay, der Noob ist noch nicht da. Ja, ich habe neue Freunde gefunden, na? Was geht ab, Leute? Wir machen das jetzt zusammen hier. Wir sind mittlerweile bei Level 34. Die Oh-No-Jump-Herausforderung. Das bedeutet, wir dürfen jetzt hier nicht springen. Hier im ganzen Parcours. Die No-Jump-Challenge. Okay. Bam, bam, badadam, bam, badadam, bam, badadam. Okay, okay. Vorsichtig. Wow. Ja. First try. Easy. Wo ist denn hier die Challenge, Freunde? Okay, das Roach. Okay, okay. Moin, moin, Part. Was geht ab? Yo, soll ich hier ein Level geben? Nö, nö, nö. Bye. Tschüss. Ich will das hier schon alleine raus. Ich krieg das hier schon alleine hin, wie ich erledigt werde. Vielleicht muss ich mir den Kopf hier gegen Holz so bouncen. Aua. 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 Gegen den Baum laufen. Oh, wunderschöne Bienen sind. Okay, die Bienen haben mich so tode zerstochen. Alles klar. Interessant. Und okay, Freunde, ein Mixer. Noch offensichtlicher geht es ja nicht. Wir müssen wahrscheinlich jetzt in den Mixer rein. Hä? Wir waren nicht beim Mixer. Nee, Freunde, ich will zermixt werden. Ich will in den Mixer rein, verdammt nochmal. Junge, wo ist... Hallo? Leute, wo bin ich hier? Ah, nee. Ah, hallo, oh. Ab geht es in den Mixer. Und wir machen den Mixer an. Und er wird zermixt einfach. Und ich glaub, wir können gar nicht rein, oder? Oh, ja. Okay, nächstes Level, Freunde. Nächstes Level. Okay, wir sind jetzt hier, in der Winterlandschaft. Okay, Freunde, es ist wieder Winter. Und, guck mal, Part. Ah, Freunde, auch Bricks müssen hier für ihren Schutz sorgen. Mit dem Schal. Und der kleinen Mütze auf jeden Fall. Sieht ganz cool aus. Okay. Oh, mir ist so kalt, Mann. Oh ja, aber er ist gut eingepackt. Er ist gut eingepackt. Aber, wie werden wir jetzt erledigt? Müssen wir vielleicht irgendwie erfrieren oder irgendwie sowas? Nee, gibt's anscheinend nicht oder irgendwie sowas. Aber er hat uns auch keinen Tipps gegeben. Haben wir hier hinterm Baum irgendwas? Also, vielleicht müssen wir erfrieren in der Landschaft oder so. Oder was hat das mit dem Schneemann auf sich? Guck mich nicht so an. Ich weiß, dass du irgendwas weißt, was ich nicht weiß. Okay, komm her. Oh, müssen wir ein Obby machen? Okay, das ist jetzt ein schwieriges Level, Freunde.
Part, du musst mir helfen, Junge. Wir sind noch Freunde, wir beide. Und, wir können nicht mehr mit ihm reden. Hä? Wurde erledigt? Hallo? Wie wurde erledigt, verdammt nochmal? Springe auf dem Schnee? Was? Wir müssen einfach nur auf dem Schnee springen und... Oh, wir bekommen Schaden auf dem Schnee springen. Was? Hä? Wieso bekommen wir Schaden? Also irgendwie macht das keinen Sinn. Aber jo, der Noob ist wieder da. Na, Noob, lang nicht mehr gesehen, mein alter Freund. Wuhu. Wir springen jetzt. Wir jump, spring weiter. Oh, er weiß nicht, dass wir springen muss. Spring. Okay, spring weiter. Okay. Let's go. Oh, wo sind wir jetzt hier angekommen? Hey, Part, was geht ab? Oh mein Gott, mir ist immer noch kalt. Ich finde es immer noch kalt. Okay, ich muss hier ein Lagerfeuer nehmen. Okay, was müssen wir aber jetzt tun? Okay, wir können nicht springen, Freunde. Ihr seht es. Oder ihr hört es. Ich kann nicht springen. Okay, kannst du mir deinen Schal ausleihen? Ich glaube, er hat keinen Bock. Ich glaube, er will uns den Schal nicht abgeben. Wir müssen jetzt aber hier den ultimativen Berg besteigen und zum Todesbrick kommen. Boom. Und da haben wir auch das Level erfolgreich geschafft. Okay, Level 38. Oh, Hallöchen. Wer bist du denn? Ah, wir bekommen hier Damage, ne? Der gelbe Block war Damage. Nee, okay. Anscheinend nicht. Haben wir hier und braunen. Okay, es gibt es verschiedene. Noob, wir müssen jetzt zusammen als Team halten. Und okay, Noob ist der Beste. Er ist der Beste. Er hat es direkt gefunden. Er hat es direkt gefunden. Okay. Oh, ey, Junge, was tut er? Er macht Speedrun. Wir müssen Gras berühren und dann werden wir erledigt. Okay, Noob, was als nächstes? Aha, okay. Freunde, wir müssen nichts mehr tun. Wir müssen nichts mehr tun. Noob, zeig mir, was du drauf hast. Das Bad, okay, wir bekommen hier Damage anscheinend drin. Oh, ein wunderschönes Bad zusammen mit meinem Noob-Freundchen hier. So, und dann wurden wir jetzt auch hier im Bad erledigt. Let's go. Der Schornstein und... Rest in peace, Noob. Was, wir müssen einfach nur hier in die Kamine reingehen. Was ist das denn hier? Das Lagerfeuer. Wow. Wir machen jetzt den ultimativen Speedrun und... Okay, hinter der Wand. Müssen wir jetzt hier so ein Schifflock oder irgendwie sowas? Ja, komm schon. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben auch das Level erfolgreich. Moin, Noob, na? Du musst ins Lagerfeuer. Er hat es immer noch nicht gecheckt. Okay, die Türen. Die Türen und... Wow, alles klar, Freunde. Du musst einfach durch die Tür gehen, die ins Nichts ging. Viereckige Welt. Oh, Minecraft, Freunde. Okay, wir haben eine viereckige Welt. Und wer ist denn da auf den Bäumen drauf? Zack, ihn haben wir natürlich uns auch geschnappt. Da haben wir ihn hier hinten. Oh, okay, ist eine unsichtbare Wand. Können wir hier durch und... Hä? Junge, ich will hier durch. Hier ist eine unsichtbare Wand. Hä? Hallo? Ich muss hier mal vorbei. Wir müssen bestimmt runter. Rutsche. Ey, das war die schlechteste und langweiligste Rutsche der ganzen Welt, Junge, verdammt nochmal. Noob, okay, du bist dran. Pass auf. Nicht den Kopfstoß, Noob. Oh, er springt einfach runter. Er ist nicht mal gerutscht, er springt einfach runter. Okay. Das kleinste Loch. Okay. Oh, Noob. Komm schon. Wir schaffen das schon. Ja. Ey, mach Platz. Ja, ich bin stecken geblieben. Ey, ich muss runterfallen. Schubst mich runter, du. Schubst mich, spring auf meinen Kopf. Mach irgendwas hier, meine Haare. Nein, bist wieder aus dem Loch raus. Okay. Ganz langsam, Freunde. Alter, Junge, das ist zu klein, das Loch. Junge, meine Schuhe sind schon zu groß. Ich passe hier gar nicht durch. Was? Wow, man konnte durch den Brick rennen. Oh Mann, ey, ja, da werde ich im Leben nicht drauf kommen. Von wo denn das Item? Junge, er hat es einfach in der Hand. Er hat die Kanone in der Hand. Achtung, Noob, sind Sie ready? Und wow, wie er geflogen ist. Jit, da wollen wir richtig weggehen. Hier Stufe Level 26, der Ziegelstein-Tycoon. Hä? Wir haben einen Tycoon hier? Warte, was? Eine Tycoon in Try to Die anscheinend. Wir brauchen einen Dropper. Und, warte mal, was ist das hier? Und, können wir damit? Okay, ich dachte, das wäre irgendeine Falle oder irgendwie sowas. Aber anscheinend müssen wir jetzt wirklich hier unseren, was? Eigenen Tycoon bauen. Und let's go, wir verdienen so Geld. So, wir haben genug Geld. Jetzt kaufen wir uns einen Dropper hier. Ab geht es. Und dann kaufen wir uns hier direkt den zweiten Job. Als ob wir jetzt hier einen Tycoon bauen müssen. Und, okay, ein Gesicht müssen wir uns kaufen als nächstes. Dann würde ich sagen, weiter geht es, wir müssen mehr produzieren. Jetzt sollen wir genug Geld haben. Okay, alles klar, da haben wir noch was gekauft. $500, Red Painter. Und, Katsching, let's go. Da haben wir jetzt, auch genug? Was? Jetzt hat es funktioniert. Jawohl. Ja. Stufe 27. Erreiche es 3. Okay, ich verspreche, das ist das Letzte. Alles klar, wir müssen wieder nach oben kommen. Können wir den nicht irgendwie so berühren oder sowas? Nee? Schade. Alles klar, anscheinend brauchen wir da oben den Ball. Das bedeutet, wir schieben den Eisklotz mal hier hin. Ey, der rutscht mir einfach weg hier, der Eisklotz. So, benimm dich mal ein bisschen. Ab geht es, Freunde. In die Ecke hier. Let's go. Und da haben wir ihn, Freunde. Jetzt heißt noch den Ball, nach unten hier zu bringen.
gesund. Ah, wir müssen jetzt anscheinend nach oben irgendwie schieben. Mit Schiff locker steht hier. Geht das ganz einfach. Alles klar, würde ich sagen. So, komm, irgendwie nach oben schieben, okay? Irgendwie ist es doch nicht so einfach. Nein, ach, da rollt er wieder weg. Oh, und jawohl, okay, wir haben's, okay, sehr, sehr gut. Du bleibst jetzt schön oben hier, bloß dich bewegen, ich bin gleich wieder bei dir. Alles klar, und so, als nächstes brauchen wir wieder hier den Eisblock. Den müssen wir dann wahrscheinlich, okay, hier geht er nicht vorbei. Den müssen wir dann gleich hier in das Loch da reinschieben. So, jetzt ganz, ganz langsam. Oh, jetzt. Und nein, oh Gott, noch ein Stück. Das ist übertrieben schwierig, okay? Ich glaube, nee, der ist noch nicht ganz drin. Jetzt, er dreht sich langsam. Oh, noch ein bisschen. Und bam, Volltreffer, alles klar. Jetzt haben wir den Eisklotz da drin. Jetzt müssen wir nur noch den Ball vorsichtig da drüber schieben, so ohne dass er jetzt runterfällt. Wow, vorsichtig, habe ich gesagt. Oh mein Gott, Junge, okay, das ging ein bisschen zu schnell, alles klar. Okay, und als nächstes, okay, wir brauchen wieder den Eisklotz. Der Ball darf jetzt aber bloß nicht runterrollen. Das bedeutet, du bleibst hier stehen und den Eisklotz, den brauchen wir. Ah, guck mal, wir können perfekt in die Lücke und so, wir schieben das Ganze wieder hier raus und jetzt muss er dahin anscheinend. Und rein mit dir. Perfekt. In die Lücke. Das hat auch 1A geklappt. Okay, Freunde. Jetzt bloß nichts falsch machen. Wenn der Ball jetzt einmal runterfällt, müssen wir alles von vorne machen. So, benimm dich, kleiner Mann. Okay, hast du verstanden? Wir müssen jetzt hier als Team zusammenarbeiten. Wow. Oh mein Gott. Okay, das war ein bisschen schnell hier. So, let's go. Ja. Okay, ich glaube, wir haben es, oder? Wir haben es. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. Und wow, Volltreffer. Und oh mein Gott, wir haben es geschafft. Was war das für ein schwieriges Level. Stufe 28. Sterben an Knistern? Alles klar. Was geht denn da ab? Und hey, wer seid ihr? Mein Lieblingsspiel ist Roblox und euch. Und was geht jetzt ab? We like Fortnite. Oh Gott. Und, alles klar. Und, wir sind jetzt am Cringe gestorben oder was? Was geht denn da ab? Und Bananenschale. Alles klar, Freunde. Let's go. Oh, alles klar. Wie werden wir jetzt runterfallen? Können wir nicht einfach hier irgendwie so runterfallen, hier, Freunde? Nee, anscheinend nicht. Aber schreib auch mal jetzt in die Kommentare, was ist eigentlich dein Lieblingsspiel? Also, meins ist Roblox, wie ich gerade gesagt habe. Oder, wow, was geht denn jetzt ab? Und, jawohl, jetzt sind wir erfolgreich auf einer Bananenschale ausgerutscht. Oh ja, Stufe 30, das kleinere Fenster. Hey, ich bin's wieder, brauchst du ein bisschen Hilfe? Ja, danke schön für deine Hilfe. Oh ja, hinter der Wand 2. Ja, alles klar, Freunde. Ah, jetzt ist er wieder hinter der Wand. Aber jetzt ist er ein gutes Stück hinter der Wand. Drücke F, um das Skateboard aufzubauen. Ah, guck mal, wir haben ein Skateboard am Start. Können wir da irgendwie... Irgendwie auf... Oh, auf Skateboard drauf. Was? Wir haben es geschafft. Wir sind irgendwie durchgeglitscht oder sowas. Stufe 32. Punkt WAV. Also die... Oh, die Nachricht von Roblox. Willkommen zu Level 32. Wie kann ich dir helfen? Wie schaffe ich das Level? Du drückst E, um... was? Und... E und... Wow. Alles klar. Vielen Dank. Let's go. Oh ja. Wir bahnen jetzt hier in dieser giftigen Flüssigkeit hier. Let's go. Und dann haben wir auch dieses Level erfolgreich bestanden. Und... Let's go. Sehr, sehr gut. Stufe 33. Verfolge es. Und hey, du da, still geblieben. Ich möchte Sie was fragen. Bleiben Sie einmal bitte stehen. Ey. Das kann ja nicht sein. Ey, Junge, wie schnell ist der? Bleib hier stehen geblieben. Und es nähert sich zu den Boxen. Das bedeutet, da kann es jetzt anscheinend nicht vorbei. Oder, wie hat der das geschafft? Und jetzt aber, jetzt bist du eingesperrt. Oh ja, okay. Stufe 34. Schauspiel sus. Alles klar, Freunde. Was ist jetzt hier ziemlich sus? Das ist sus. Das ist sus. Alles ist sus hier. Okay, müssen wir irgendwie die roten Laser oder irgendwie sowas berühren? Okay, was müssen wir jetzt hier machen, um hier erledigt zu werden? Aha, da ist doch irgendwer in der Ecke. Der Sheriff. Hallöchen. Hey, stehen geblieben. Hä? Was geht jetzt ab? Der rennt weg. Und, Leute, ich glaube... Hör auf mich zu verfolgen, Chatex. Niemals, Herr Sheriff. Ich bleibe bei Ihnen. Können Sie mir bitte helfen? Warte, hör auf, es hasst dich zu benehmen. Oder ich muss schießen und... Oh, ja, bitte, Sheriff. Ich meine natürlich... Nein, bitte nicht und... Er hat uns... Boom. Oh ja, yeah, erledigt. Alles klar. Was willst du? Wo ist gruseliger Killbreak? Ich brauche ihn. Siehst du nicht, dass er, Irgendwo stuck ist und da oben... Da oben, Freunde, ist der. Okay, das bedeutet, wir müssen irgendwie ab... Oh mein Gott, nach oben kommen. Wie sollen wir das am besten... Oh, Junge. Wie sollen wir das am besten machen?
Aha, let's go. Nein, eine Stufe sind wir schon mal nach oben gekommen. Und der ist da ganz, ganz oben und guckt uns schon die ganze Zeit an. So, jetzt hier, zack. Oh, das ist übertrieben schwierig, muss ich sagen. Aber komm schon, wir schaffen das. Jetzt ab. Und nein, wir sind so weit oben. Komm schon, nein, wir sind so weit oben gerade gewesen. Und wow, jetzt sind wir wieder ganz unten. Alter, das ist übertrieben schwierig. Okay, Freunde, aber nicht aufgeben. Wir schaffen das schon irgendwie. Ja, ja, ja. Wir haben's. Nein, nein. Der letzte Sprung. Wie konnten wir den vermasseln? Und jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Das war auch wieder ein schwieriges Level. Und was? Mal sehen, wo es... heißer... was? Was geht da ab? Und, es ist anscheinend so ein Ofen oder sowas. Und, warte mal. Was ist hier los? Und ich will kein Lebkuchenmännchen werden. Lohnt mich hier raus. Was passiert hier? Oh Gott, wir wurden komplett gegrillt. Und kleine Duschpause. Ach ja, darauf habe ich auch Lust. Und was? Guckt euch das Ganze mal. Hier sind überall die Schadensblöcke drin in der ganzen Dusche. Ach, schön in der Dusche, Freunde. Lalalala. Bisschen in der Dusche singen hier. Oh ja, und da wurden wir erledigt. Stufe 38, Killy. Okay, was geht denn hier? Wir brauchen einen grünen Schlüssel anscheinend. Aha, blauer Schlüssel, check. Damit können wir hier einmal die Tür öffnen. Genau, einmal das Schloss knacken. Was haben wir als nächstes? Einen gelben Schlüssel brauchen wir. Und der ist da oben. Dafür brauchen wir einen Hocker. Aha, war unten nicht ein Hocker, Freund? Hat mein Adlerauge, nicht einen Hocker da gesehen? Genau, dann platzieren wir den Hocker jetzt sofort einmal hier hin. Zack. Dann können wir jetzt hier drauf gehen und uns den gelben Schlüssel schnappen. Oh ja, okay, krass. Okay, wir müssen jetzt hier verschiedene Rätsel lösen. Und da haben wir den grünen Schlüssel. Und der war doch, um unten das Schloss zu knacken, den Tresor hier unten. Und was werden wir jetzt hier drin haben? Einen Hammer. Oh, aus dem Weg, Leute. Ich habe den Hammer, womit wir jetzt hier... einmal hier, let's go. Einen Schraubenschlüssel, zack. Und damit können wir jetzt hier... Können wir irgendwas knacken? Den Fernseher kaputt schlagen oder sowas? Nee. Aha, jetzt hat's, funktioniert und ja, wir haben es geschafft. Stufe 39, übersetze diesen Satz in Luaut. Alter, was geht denn da ab? Siehst du aus, als könnte ich programmieren, verdammt nochmal. Ich will einfach Roblox spielen und, hallo, brauchst du ein Tutorial? Ja, bitte, ich habe keine Ahnung über Scripting. Alles klar, fangen wir an. Roblox nutzt, alles klar, mein Gehirn hat jetzt schon ausgesetzt. Alles klar, Freunde, okay, ich habe jetzt rausgesucht, was der Code ist. Ey, Junge, Junge, das hätte sich ja ewig gehen können. Okay, Freunde, ich habe jetzt das Codewort herausgefunden. Alter, also ich habe das nachgeguckt, sonst hätte das viel, viel zu lange gedauert. Okay, das erste ist Spiel. Dann müssen wir plus Spieler, plus, oder Punkt Local Player, Punkt Charakter, dann Punkt Humanoid, dann haben wir hier Gesundheit, gleich 0. Und das sollte jetzt hier das Scriptwort sein, womit, wir erledigt werden. Junge, da hätte ich noch jahrelang drin sitzen können an dem Level. Stufe 40, das Deckenloch. Ah, da ist ein Loch an der Decke und wir haben eine Bombe. Alles klar, wir müssen wahrscheinlich irgendwie... Komm schon, boom, wow. Alles klar, okay, es hat fast First Try geklappt. Wir müssen jetzt irgendwie nach oben boosten oder sowas. Ab geht es, Freunde, und aua. Voll gegen die Decke geknallt, ey. Okay, wir müssen irgendwie das Loch treffen. Wir müssen irgendwie das Loch treffen. Komm schon. Hä? Es wurde einfach gar nichts getroffen. Perfekt. Okay, Freunde, komm schon. Jetzt aber. Jetzt, wir stehen genau unterm Loch. Genau unterm Loch. Und let's... Und wow, was eine Explosion. Und dann würde ich sagen, tschüss, ab geht es. Wir springen hier sofort runter. Und wir nähern uns langsam den allerletzten finalen Level. Stufe 41, schlimmster Teamkollege aller Zeiten. Und warte mal, was ist mit dir los? Och, ich hasse diese Röhre, diese Röhrenarbeit. Alles klar, was müssen wir jetzt hier tun? Ah, ich glaube, das Wasser kommt hier aus den Röhren raus. Und ich könnte dieses Minigame alleine spielen, aber du nervst mich hier. Und hey, hör auf, die Löcher zu stopfen. Wir müssen jetzt daran hindern, hier die Röhrenarbeit zu machen. Kannst du mal aufhören? Weil wir müssen wahrscheinlich dann hier irgendwie ertrinken. Hör auf, die Röhren zu reparieren, verdammt nochmal. Oh, siehst du nicht, ich repariere die Röhren, sagt er. Nein, hör auf damit. Es reicht. Nein, 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 nein. Alter, okay, das ist wirklich der schlimmste Teamkollege, den man sich hier wirklich vorstellen kann. Er repariert hier die ganze Zeit alles. Stehen geblieben, Kollege, hast du gehört, ey? Och, kannst du mir bitte helfen, die Löcher zu reparieren? Nee, kann ich nicht. Hör auf damit. Oh Gott, Freunde. Das kann ja was hier werden mit dem schlimmsten Teamkollegen aller Zeiten. Er repariert die ganze
ganze Zeit die Löcher, obwohl wir ertrinken müssen. Wir probieren doch irgendwie hier erledigt zu werden. Oh Gott, ey. Was bist du für ein Schusselkopf, ey. Ihr seht es aber, Freunde. Das Wasser steigt immer und immer mehr. Es ist mittlerweile bei unserer Hüfte angekommen. Kannst du mal aufhören, verdammt nochmal, die Röhren zu reparieren, ey. So wird das Ganze nichts. Aufhören sofort hier. Oh Gott, der lernt auch echt nicht dazu. Stehen geblieben. Hier wird nichts repariert. Das Wasser steigt immer und immer mehr. Und, jawohl, wir sind ertrunken. Und, wo ist man jetzt hier? Was ist schlimmer als die Backrooms oder irgendwie sowas? Und, sind wir jetzt in den Backrooms? Hallo? Ist hier wer? Und, tatsächlich, Freunde, wir sind jetzt hier in den Backrooms und müssen jetzt hier den Ausgang finden. Ich glaube, in den Backrooms erledigt zu werden, ist, glaube ich, eigentlich nicht so schwierig. Hallo? Kann mich irgendwie erledigen? Wo sind hier die ganzen Monster in den Backrooms? Sonst sind doch überall solche gruseligen Monster. Oh! Alter, was ist das für Sounds? Hey! Na, was geht ab, Kollege? Kannst du mich erledigen oder so? Und anscheinend geht's irgendwie nicht hier. Und, ah, jetzt wurden wir erledigt. Alles klar. Zu fit zum Anpassen. Oh, Alter, hab ich hier Stockarme. Es wird Zeit zum Trainieren, Freunde. Oh, ihr glaubt immer an eure Ziele. Und dann ist alles möglich. Easy. Oh ja, guck mal, wir werden immer und immer stärker und bekommen immer und immer mehr Muskeln. Alles klar, müssen wir jetzt aber jetzt hier die ganze Zeit trainieren bei dem Level oder wie? Haha, um jetzt hier erledigt zu werden. Aber ich meine, Sport erledigt einen ja nicht. Also, wie werden wir jetzt hier bei dem Level erledigt? Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber wir werden immer und immer stärker und größer. Wow, wie groß sind wir denn? Alter, unseren Kopf trainieren wir irgendwie nicht, ey. Wir haben immer noch so einen winzigen Kopf. Und Alter, wir passen hier gleich gar nicht mehr rein. Wie lange sollen wir trainieren? Und deswegen ist das Level auch zu fit zum Anpassen. Und Leute, ich glaube, wir trainieren weiter. Wie, sind wir rausgefallen? Hä? Wir haben es geschafft. Alles klar. Was geht denn hier ab? Stufe 44, Astro Militär Akademie. Und wir haben einen Soldaten, einen Kommandant und noch einen Soldaten. Und nicht die rote Linie berühren. Alles klar, Freund. Ich berühre sie mal. Und was? Nee, ich möchte nicht eure komische Roblox-Gruppe joinen. Nein, ich möchte über die rote Linie. Nein, nein. Aber anscheinend geht das Ganze. Ey, ey. Geht das Ganze hier nicht? Okay, Freunde. Was steht hier? Regeln. Kreise nicht die Linie. Begleite die Gruppe. Nicht für Admin anflehen. Und gib alle deine Robux aus. Deine Bobux ausgeben. Nee, ich gebe jetzt ganz viel hier keine Bobux aus. Verdammt doch mal. Und wie können wir jetzt hier die rote Linie berühren? Hier, Leute, ich muss einmal hier vorbei. Könnt ihr mich einmal durchlassen? Ich möchte aber auch nicht dieser Gruppe joinen. Können wir hier draufklicken? Nee, das geht auch nicht. Und was steht hier? Sag niemals Uwo? Warte mal, Freund, ich glaube, wenn wir jetzt Uwo in den Chat schreiben und... What? Oh mein Gott, oh mein Gott, alles klar. Das war's, das war's. Wir mussten Uwo sagen oder was? Was ist denn da los? Das kleine Deckenloch und Alter, was ist das jetzt für ein Level? Dieses Level ist die 5, nur 5 mal härter als Level 9. Also ertrinke dich hier, wenn du aufgeben möchtest. Oh Gott, jetzt kommen wir zu den ultra-extremen Level. Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Das kleine Deckenloch, müssen wir nach oben springen, aber das Licht geht die ganze Zeit aus. Okay, wohin? Ah, müssen wir hier? Und hä? Das war's? Das war's? Junge, wir müssen einfach hier reingehen oder was? Oh, gluck, 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 gluck. Und wir kriegen jetzt immer mehr Damage hier drin. Und wir haben es geschafft. Oh ja. Stufe 46. Aufgereinigt. Alles klar, was haben wir? Hier? XXMLG Pro Gamer unterstrich 123XXX. Sind wir jetzt eher? Hallo? Ich bin jetzt MLG Pro Gamer. Alles klar, Freunde. Ich nenne meinen YouTube-Kanal ab heute um und nenne mich ab heute XXMLG Pro Gamer. Und, hä? Was passiert jetzt? Hä? Da bin ich, oder? Ich liebe deine Videos und, hä? Was passiert hier? Und, hä? Ich habe keine Robux? Wer ist der, oder? Du bist ich und ich bin du und... Oh, ich glaube, er wird uns jetzt erledigen, oder? Hä? Alles klar, Freunde. Das war anscheinend die falsche Entscheidung. Slender vielleicht? Wir gehen mal in seinen Körper rein und... Die Person, die ich am meisten hasse. Und er hat ihn erledigt. Alles klar, Freunde. Hier haben wir noch einen am Start. Ihn erledigt er nicht. Bitte erledige mich. Und komm schon. Jawohl. Sehr, sehr gut. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Leute. Wir sind jetzt als Baby am Start. Und lass mich fallen. Stufe 47. Alles klar. Bitte um adoptieren. Hey, wollen Sie mich adoptieren? Bitte? Eventuell? Kannst du mich adoptieren? Und irgendwie hat er keinen Bock auf mich, glaube ich. Und
Was? Ich adoptiere wen anders? Hey! Ich will adoptiert werden. Du vielleicht? Bitte? Eventuell? Ich möchte adoptiert werden. Hey! Niemals! Sagt sie. Hey! Das ist ja fies, Freunde. Wir müssen uns jetzt von irgendwem adoptieren lassen. Und jawohl! Wir haben einen gefunden! Vielen Dank! Ja, endlich! Ach, ich habe mir schon immer eine Familie, die mich liebt, in diesem Leben gewünscht. Es gibt nichts Schöneres, was ich mir vorstelle. Moment mal! Was machst du mit mir? Wow! Was? Was hat der mit mir getan? Nein. Wir wurden adoptiert und einfach weggejietet einfach. Hinter dir. Stufe 48. Hinter mir? Oh. Kletter auf das Gerüst, um Mega von Cartwright zu besuchen. Alles klar. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab, Freunde? Der Mega Funride. Wir drücken auf den Knopf. Alles klar, Freunde. Und jetzt gehen wir... Wow. Ab nach unten. Und... wir haben jetzt hier einen Funride. Und Vollspeed, Freunde. Und okay. Ziel ist das Allerhöchste. Let's go. Wow. Sind wir langsam. Geht es nicht ein bisschen schneller oder irgendwie sowas? Düt. Können wir nicht irgendwie rausspringen? Okay, rausspringen geht nicht. Aber es geht nicht schneller. Geht es vielleicht rückwärts schneller, Freunde, als minus 10? Und oh ja, Freunde, das ist die richtige Antwort. Wir erhöhen auf minus 200. Wow. Und da sind wir aus der Bahn rausgefallen. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu langsam. Stufe 49. Wähle deinen Lieblings-YouTuber. Wo bin ich hier, Freunde? Alles klar, da würde ich sagen, du bist mein Lieblings-YouTuber. Und haben wir es geschafft und geh rein. Warte, was steht da? Dieser Mixer-Freimodell wurde von... Alles klar, hergestellt. Warte mal, müssen wir jetzt in den Mixer reingehen? Alles klar, Freunde. Ab geht es. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als in den Mixer hineinzugehen. Wie kommen wir denn überhaupt da rein? Aha, jetzt sind wir down. Okay, es wird Zeit, Lebewohl zu sagen. Und au. Okay, damit haben wir auch das Level beendet. Und Stufe 50. Was geht denn jetzt ab? Und wir müssen jetzt hier durch das the smaller ceiling hole. Wow, durch das kleinste Loch springen. Und ab geht es. Das Ganze haben wir jetzt auch geschafft. Und wir haben es geschafft. Wir sind fertig, Freunde, Stufe 0 und das sind die Credits. Das sind jetzt hier alle Leute, die jetzt an dem Spiel hier gearbeitet haben. Let's go. Vielen Dank an euch alle. Ja, dass ich so oft heute gestorben bin. Let's go. Und das soll es jetzt gewesen sein mit Try to Die. Wir haben auf jeden Fall 50 verschiedene Methoden gesehen, wie wir erledigt wurden. Und wir haben wirklich auch alle erfolgreich herausgefunden. Und jetzt muss ich, glaube ich, ins Krankenhaus. Mir tut alles weh, ey. Heute testen wir verschiedene Arten von Treibsand, die uns alle erledigen und wir trollen andere Spieler. Es wird also super lustig. Oh, was passiert hier? Bleib bis zum Ende dran, um zu sehen, was passiert, wenn ein Lamborghini in Treibsand fährt. Los geht's und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Quicksand. Und in diesem Spiel, Freunde, oh mein Gott, haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Arten von Treibsand an Start, die wir heute alle austesten werden. Ihr seht es, es gibt einiges zu entdecken und jeder von ihnen hat andere Fähigkeiten. Oh mein Gott, kann man dir helfen? Er geht unter im Treibsand. Nein, oh mein Gott, er geht unter. Okay, aber ich würde sagen, wir fangen an mit Schlamm. Okay, das ist das erste Becken. Wieso ist eine Quietsche-Engine? Okay, ich würde sagen, oh, hier geht's. Oh mein Gott, nein. Können wir raus? Aha. Easy peasy, Freunde. Oh nein. Nein, wir gehen unter. Aber wir können easy aus dem Schlamm hier wieder rauskommen. Wir sind auf jeden Fall nur ein bisschen dreckig. Also eigentlich komplett dreckig hier. Aber let's go. Ab geht es. Und oh, wir müssen uns fresh machen. Und da, tada, glänzen wir wieder wunderbar und sind wieder sauber. Okay, wir machen weiter mit Ton. Okay, mal schauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, yo. Alter, wir sind jetzt zu Ton. Oh nein, schnell. Ich sehe aus wie so ein Eisengolem. Wie so ein Monster. Schnell raus. Und oh mein Gott, schafft er es auch? Bitte helf mir. Bitte. Oh, ich hab's geschafft. Komm schon. Alter, wow. Wir sind alle komplett dreckig. Ab geht es. Platsch. Sofort ins Wasser. Oh mein Gott. Und alter, Teer, Freunde. Teer. Daraus werden die Straßen gemacht. Und ich würde sagen, ich wollte schon immer mal eine Straße werden. Und okay, was wird passieren? Was wird hier passieren? Okay, es entstehen solche Blubberblasen hier. Aber, oh nein, er springt auch rein. Er so, wuhu, Bauchklatscher. Aber, Freunde, wir probieren. Oh nein, schnell rauszukommen, bevor unser ganzes Gesicht hier drin ist. Alter, wir werden so richtig tief reingezogen. Bitte helfen Sie mir. Alter, wie er noch am Tropfen ist. Aber, Freunde, okay, wir haben es auch geschafft. Jeder so am Tropfen, ey. Alle sind hier in diese Schlammgruben gefallen. Zack, wir machen
machen es wieder sofort sauber. Und jetzt geht es weiter. Oh mein Gott, Freunde, mit Treibsand. Was wird passieren, wenn wir in Treibsand springen? Ab geht es. Oh mein Gott. Okay, wir gehen unter. Wir gehen unter. Oh nein, Freunde. Oh mein Gott, wir sind komplett... Nein, wir gehen unter, Freunde. Es war schön mit euch, aber wir sinken und... Oh nein, wir sind komplett im Treibsand. Wir sind... Warte, können wir doch raus? Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Alter, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir sind drin. Der Treibsand hat uns komplett in die Tiefe gezogen. Okay, da würde ich auf jeden Fall nicht reinspringen. Also, Freunde, keine Empfehlung, in Treibsand zu gehen von mir. Aber wir machen weiter mit... Oh, trockenem Treibsand. Okay, wo ist hier der Unterschied? Okay, es ist trocken und... Okay, aber hier... Oh, es entstehen Blasen. Oh, Junge, wir setzen so tief fest hier drin. Es ist ultra schwierig, hier rauszukommen. Aber komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht rein, nicht rein, nicht rein. Was machst du? Wieso springt sie hier rein? Tja, Kollege, Pech gehabt. Da wirst du nicht mehr so rauchen. Oh mein Gott, nein, sie geht unter. Wir müssen sie retten. Rette sie. Alter, können wir sie so packen oder so? Warte mal, rette sie. Alter, wieso bist du lila? Oh mein Gott. Oh, wir haben sie gerettet. Wir haben sie. Ab geht es. Und, okay, du kommst jetzt erstmal hier rein. Und wir lassen die raus. Ey, steck mal eben, steck mal eben. Wir können andere Spieler so packen und sie dann da runterscheißen. Okay, weiter geht es mit Wasser-Quickset. Okay, oh, Alter. Okay, wir sind direkt unten. Wir sind... Wir sind direkt unten. Keine Chance. Schnee, Freunde. Wer ist schon mal nicht in den Schnee gesprungen? Das macht doch jeder mal, um so einen Schneeengel zu machen. Yeah. Okay, Schnee ist easy. Aber er darf natürlich nicht zu dick sein. Aber ja, ist auf jeden Fall entspannt. Meine Füße sind gerade abgefroren. Aber sonst geht es mir alles gut. Das bedeutet, Schnee ist in Ordnung, Freunde. Ihr könnt den Schnee runterspringen. Das sind hier alles wissenschaftliche Experimente. Okay, wenn ihr mal in Gülle reinspringen wolltet, dann würde ich sagen... Oh. Oh mein Gott, wir sind komplett grün. Wir sind ein Zombie. Alter, Junge, die Blasen sehen aus, als würde ich hier furzen, ey. Junge, das sind... Oh nein, keine Blasen. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte nicht. Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, alle denken, ich bin ein Ungeheuer. Oh, 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 da kommt das Ungeheuer aus der Gülle raus. Alter, wo ist mein Gesicht? Wo ist meine Nase? Achso, ich habe gar keine Nase. Aber let's go, ab geht es. Okay, raus aus der Gülle und rein in buchstäblich ein Loch und... Okay, es ist ein Loch. Wir werden erledigt. Freunde, in Löcher springen, keine gute Idee. 1 von 10 Punkten. Machen wir, oh mein Gott, weiter mit Seife. Endlich. Oh, schön. Wir werden hier mal ein bisschen sauber hier. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Freunde, Seife ist auf jeden Fall wichtig. Alter, aber vielleicht nicht in so viel Seife. Vielleicht sollte man sich damit mit Wasser abspülen oder mit nassem Schlamm. Wie wär's da? Oh nein, oh nein. Oh Gott, wir gehen den Schlamm unter. Wir sind ein Schlammmonster. Oh nein. Okay, okay, Freunde, unser ganzes Gesicht. Wir sind komplett im Schlamm. Ab nach oben. Wir müssen hoch. Schnell, 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 schnell. Aber wir sollten es schaffen. Jawohl. Raus aus dem Schlamm und rein in... Oh, ein Spinnennetz. Okay, Freunde. Warte mal. Und was passiert? Oh, ein Spinnennetz. Als ob. Oh mein Gott. Wir werden hier... Alter, wir kleben fest. Wir kleben im Spinnennetz fest von der Spinne. Nein, bitte, bitte nicht. Ich bin keine Fliege. Ich will nicht aufgegessen werden. Bitte helfen Sie mir. Bitte, bitte, bitte. Let's go. Oh, ich bin wieder rein. Freunde, wie sehen wir eigentlich aus? Junge, Junge, Junge. Okay, weiter geht es mit... Oh, was? Wir können... Oh mein Gott, unsere eigene... Ja, mit Robux. Na klar, mit Robux. Zack, let's go. Wir können unsere eigene Flüssigkeit hier herstellen, oder wie? Lass das Ganze... Oh, mache die Sandtex-Flüssigkeit. Oh mein Gott, wie cool ist das? Okay, wir können uns jetzt hier alles einstellen. Beton, Holzplanken, Holz, Schnee, Plastik, Sand, Plastik, Kiesel. Kiesel. Kieselsteine nehmen wir. Alter, wir haben... Oder... Oh, Eis. Okay, wir lassen mal Eis nehmen. Oh, wir können sogar die Farbe ändern. Wir machen ein schönes, so dunkles... Wow, lila. Und der Flüssigname lautet... Sentex. Ja, ich weiß, sehr kreativ, Freunde. Und let's go. Zack, wir speichern das Ganze. Und ab geht es. Tada! Meine eigene Flüssigkeit. Und oh mein Gott, oh mein... Alter, was? Was? Wie schnell gehen wir unter? Wir hatten nicht mal eine Chance, als ob. Das war die Todesflüssigkeit. Wir hatten hier gar keine Chance zu entkommen. Aber, okay, ich hoffe, wir werden es hier drin schaffen. In Mord. Wir sind komplett braun. Wir stinken komplett. Ich bin doch mal reingefallen. Aber wir schaffen es raus. Das bedeutet, es ist nicht so schlimm. Ab geht es. So, wir duschen uns immer fresh up. Schnell machen es wieder sauber. Und, oh mein Gott. Okay, warte mal. Schlamm? Hat mir nicht schon Schlamm? Oh, das ist so ein anderer Schlamm. Achtung, wir gehen runter. Helikopter, Helikopter. Oh nein. Helikopter ist down. Wir sind untergegangen. Oh, wie cool. Slime haben wir sogar am Start. Und oh, wir sind ein schleimiger Schleim jetzt. Oh, wir sehen aus wie so ein Schleimmonster oder so ein kleines Gummibärchen. So ein grünes Gummibärchen. Ab geht's. Und Leute, alles gut bei euch da drin? Oh mein Gott, ab geht es. Rein. Oh mein Gott, was ist das eigentlich? Glückwunsch. Glückwunsch.
Ah, das ist so Jelly einfach jetzt hier. Let's go, Jelly, Jelly, Jelly. Let's go. Oh mein Gott, okay, komm hier raus, komm schon. Und los, Hilfe, lass mich in Ruhe. Jawohl, wir haben es rausgeschafft. Okay, wir würden es auch schaffen. Alter, der sieht so aus, als würde die im Moment einschlafen. Hey, aufstehen, steh auf. Nein, er geht unter. Was tut er da? Okay, Leute, ich glaube, wir machen mal weiter mit dem Dschungel-Quicksand. Freunde, falls ihr beim Dschungel seid und ihr Treibsand sehen solltet, geht nicht rein. Spring nicht rein. Alter, wir werden instant nach unten gezogen. Richtig schnell, aber... Okay, komm schon. Oh, wir haben es gerade noch so überlebt. Aber habt ihr gesehen? Wir sind einfach hindurchgefallen, ey. Okay, oh mein Gott, Lava, okay, Freunde. Falls ihr euch mal gefragt habt, solche Lava springen, wir testen es aus. Und, okay, tut es nicht. Wir sind komplett orange. Oh nein. Alle springen in Lava rein. Nein. Alter, Junge, unsere Haare sind komplett orange. Oh, wir kommen Damage. Nein. Bitte, lass mich hier raus. Oh nein, wir sind reingefallen. Oh nein, wir sind verbrannt. Oh mein Gott, was geht mit dem ab? Der ist so heiß. Er ist noch am Brennen. Rettet ihn. Okay, wir machen weiter mit Honig. Okay, ja, es klebt ein bisschen. Oh Junge, okay, bitte nicht meine Haare. Wir dürfen jetzt nicht zu weit nach unten gehen. Oh, es klebt ja alles. Boah, es riecht auch komplett nach Honig. Das ist einfach süß, aber es ist in Ordnung. Muss ich sagen. Das wollte ich unbedingt mal machen, in Honig zu springen. Aber, ja, jetzt sind wir eine kleine Honigbiene. Was ist das? Nasser Beton. Okay, wie schnell gehen wir hier unter? Oh, wir gehen recht schnell unter, muss ich sagen. Oh nein. Okay. Unser Gesicht ist schon unterm Nassbeton. Jetzt schnell. Nichts wie raus hier. Hallo? Kannst du mir helfen, bitte? Aber, ja, es sieht gut aus. Und let's go. Warte mal, Freunde, wir trollen sie. Und hab dich. Warte mal, können sie nicht rein? Ey, stopp. Ich wollte dich nur retten. So, ich hab dich gerettet. Ich wollte dich auch nicht trollen. Was ist das hier? Dichter Treibsand. Oh, okay. Auch hier gehen wir. Oh, kommt mit runter. Helikopter. Und, oh, wir sind untergegangen. Was ist das hier? Gebrochener. Okay, das ist anscheinend so ein Boden oder sowas. Okay, das ist auch irgendwas Schlammartiges. Aber das geht nur mit unseren Beinen sind wir reingefallen. Das geht noch fit, würde ich sagen. Weiter geht es mit Moor. Ab geht es in einen schleimigen... Oh Gott. Junge, ich habe Gras im Mund. Ey, aus dem Weg. Ich muss raus. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Let's go. Ab geht es. Was haben wir hier? Black? Black? Ab geht es jetzt. Wir gehen ja ultra langsam runter. Schaut euch das an, Mann. Okay, das ist, glaube ich, bis jetzt die schwächste Flüssigkeit. Aber die sieht cool aus. Wir werden so ein bisschen picken, muss ich sagen. Okay, aber jetzt nächste raus. Alter, wie sehen die denn aus? Komplett in Schlamm. Junge, ey. Bitte, berührt mich nicht, okay? Macht mich nicht dreckig. Okay, wir machen... Oh, das ist die letzte Flüssigkeit. Der Dschungelschlamm. Oh mein Gott, wie schnell. Alter, wir sind direkt untergegangen. Keine Chance, wir sind direkt untergegangen. Aber Freunde, hier hinten... Haben wir noch so eine Höhle oder irgendwie sowas? Lass es mal hier reingehen und hier können wir einen Obby machen. So, wir sind sauber, wir haben uns geputzt. Alle meine Klamotten waren in der Wäsche. Let's go. Unsere Haare sind fresh gemacht und ich bin ein Noob. Nein, ich habe doch gerade meine Klamotten gewaschen. Wow. Oh mein Gott, schaffe ich den Sprung. Nein. Raus hier. Komm schon. Alter, wieso leuchtet mein Gesicht so? Wieso leuchten wir so? Okay, aber ab geht es. Wohin geht es jetzt hier entlang? Mein Gott, meine ganzen schönen Klamotten. Kann ich alle wieder waschen? Es gibt hier einen Shop oder sowas. VIP können wir uns kaufen mit Robux, dann würde ich sagen. VIP-Status wird sich natürlich gegönnt, Freunde. Zack. Let's go. Und hallo Baum. Kann ich Ihnen weiterhelfen oder stehst du nur rum? Ich stehe so im Gras rum. Okay, aber, okay, wir müssen uns dafür zurücksetzen. Was? Pupwerkzeug? Okay, das brauchen wir eigentlich auch. für was brauchen wir ein Pupwerkzeug, verdammt nochmal? Lass uns ganz so Aua freischalten. Und jetzt haben wir... Nee. Dafür habe ich gerade Robux ausgegeben. Wow. Friss Pup! Oh mein Gott! Ihr geht doch nicht das Ganze, Mann! Oh nein! Achtung! Oh mein Gott! Er rennt direkt raus! Leute, Achtung! Hier kommt was raus! Oh, sorry! Das ging auf deinen Kopf. Und er lacht. Er findet es lustig. Aber wir konnten auch noch hier entlang. Abgehst und... Wieso renne ich so komisch? Wieso bin ich so am Rennen? Ich muss auf Toilette! Wo ist die Toilette? Let's go! Ab geht es nach oben!
Ich weiß nicht. Also irgendwie, ich glaube, ich bin kaputt, Freunde. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ganze Treibsand austesten hat mir nicht gut getan, aber wow, let's go. Wir sind jetzt hier. Oh nein, 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 nein. Wir sind wieder reingetreten. In einem riesengroßen Schlammgebiet. Junge, was passiert mit mir? Schaut euch das Ganze, okay? Wir haben hier so einen kleinen Ort entdeckt. Oh, wir können sogar ab nach oben. Da würde ich sagen, okay, schaffen wir das überhaupt? Schaffen wir das überhaupt? Los, kleine Schlammmonster. Spring. Ja. Komm schon. Und da ist hier oben angekommen und boah, schaut euch mal diese Aussicht an. Diese Becken haben wir alle probiert. Und Freunde, ich muss immer noch auf Toilette. Es ist nicht mehr lustig. Ja, schnell. Ich halte es nicht mehr aus. Und oh, so sorry. Aber ich glaube, oh, wir können sogar, warte mal, hier hinter den Wasserfall, oder? Was befindet sich? Wow, hier sind Secret, Freunde. Oh mein Gott, was befindet sich hier? Hinter, hallo? Wasserfall und, oh mein Gott. Was passiert hier, Freunde? Was zum Teufel? Ich höre Stimmen und... Ich sehe Augen. Hallo. Schönen guten Tag. Mein Name ist Sandex. Wer seid ihr? Wow. Oh mein Gott. Wo sind wir gelandet? Jo. Okay, können wir auch irgendwas austesten? Wir sind... Alter, sieht richtig schön aus hier. Das sind solche riesengroßen Blumen oder sowas. Okay. Lass uns mal hier ein bisschen schwimmen. Oh, was ist hier? Hier ist doch ein Wasserfall da drüben. Ab geht es, Freunde. Wo zum Teufel sind wir angekommen? Und vor allem, was ist gerade einfach passiert? Aber... Okay. Können wir hochschwimmen? Ja. Let's go. Ab geht es. Wow, hier nach oben. Und ab geht es. Oh mein Gott, wir haben hier Wasser. Wir haben eine neue Flüssigkeit. Das ist jetzt hier die geheime Flüssigkeit. Oh mein Gott, die wir entdeckt haben. Nein, wir trinken. Nein. Wir ertrinken. Das war eine schöne Zeit mit euch, Freunde. Und wow, wo sind wir jetzt hier angekommen, Freunde? Wir sind jetzt hier mitten in einer Winterlandschaft. Und hier, gibt es noch mehr Helikopter. Gibt es noch mehr Treibsende? Oh mein Gott. Nein. Wir gehen unter, die wir austesten können. Schaut, komm schon. Nein. Und, wir sind untergegangen. Keine Chance hier. Oh, wir können hier verschiedene Bereiche auswählen. Okay, lass uns mal hier in den Wald gehen. Okay, was können wir hier austesten? Oh, im Wald haben wir so einen Sumpf oder sowas am Start. Oh nein. Nein, wir drehen uns. Komm schon. Werden wir es rausschaffen, Freunde? Nein. Ich kipp um. Alter, mir wird schwindelig. Ich drehe mich hier die ganze Zeit im Kreis rum. Oh mein Gott. Keine Chance. Wüste. Okay, hier ist der originale Treibsand. Das ist der stärkste Treibsand, den es gibt. Okay. Mach du vor, okay? Und, okay. Nein, ich? Du? Nein? Okay. Was wird passieren? Oh mein Gott. Sie fällt um. Let's go. Komm schon. Nein. Wir gehen beide unter. Nein, im Treibsand unter. Okay, wir haben ja noch einen Sumpf. Lass uns mal hier einen Sumpf austesten. Ab geht es. Oh, in dieses riesengroße Schlammbecken. Komm schon, wir müssen doch. Ey, wir überleben gar nichts. Es ist viel zu krass. Wir gehen überall unter, Freunde. Also, mein Tipp an euch. Erstmal liked das Video. Und danach betretet keine Treibsender. Die sind auf jeden Fall super gefährlich. Aber was passiert, wenn ein Lamborghini, wow, in Treibsand reinfährt? Freunde, wir kommen zur nächsten Challenge und das gab. Oh. Okay. Ich habe mich ein bisschen erschrocken vom Sound. Let's go up. Oh. Okay. Ab geht es, Freunde. Lamborghini versus Treibsand. Wow. Oh mein Gott. Was? Wir gehen unter. Der Lamborghini. Oh mein Gott. Ihr seht es. Er wird komplett mit Treibsand umhüllt. Ihr seht es. Alter. Was passiert hier drin? Oh mein Gott. Sogar hier drinnen. Ihr seht es. Holy. Alles ist mit Treibsand. Sogar das Lenkrad und warte mal, auch wir, Freunde? Ah, uns geht es. Nein, unser Gesicht ist voll mit Treibsand. Ah, ich hab Sand im Auge. Und wir gehen komplett unter. Ihr seht es. Keine Chance. Der Lamborghini wurde verschlungen vom Treibsand. Junge, ist das stark, Junge. Es geht. Oh, okay. Und ja. Das war's, glaube ich. Kommen wir irgendwie raus? Kommen wir überhaupt raus? Oh, wir können es probieren, aber wir sind komplett untergegangen. Keine Chance. Aua, was ist passiert? Ich glaube, alles gut, Freunde. Mir geht es gut. Wir testen das nächste Auto aus, nämlich einen Jeep. Oh yeah, so ich würde sagen, ab geht es, Didit. In den Jeep einsteigen. Yeah. Okay, ab geht es. Wir fahren. Okay, wir nehmen diesmal Anlauf. Wir nehmen diesmal richtig viel Anlauf jetzt hier. Oh mein Gott, mit dem Jeep. Komm schon. Und jetzt, Freunde, Jeep versus Treibsand. Werden wir es schaffen? Und, okay, wir sind voll drin gelandet. Oh, wir gehen schnell unter. Aber ich glaube, nicht so schnell wie der Lamborghini. Ich glaube, das Auto ist ein bisschen... Oh, stabiler. Alle Hände nach oben. Ich habe nichts getan. Und, okay, oh, der Motor. Der Motor geht nicht an und ist untergegangen. Wir können auch nicht mal weiterfahren, oder? Können wir noch ein bisschen fahren? Keine Chance. Der Treibsand hat uns verschlungen. Ihr seht, okay, wir probieren auszusteigen. Wir probieren uns noch zu retten. Das Auto ist futsch hier. Aber vielleicht... Okay, ich glaube, wir sind... was machen wir?
Ich glaube, mit uns war es das auch. Ah, ich hab Sand im Gesicht. Schafft es, ein riesengroßer LKW den Treibsand zu überleben. Okay, wir haben zwei Stück. Wir können es ihn sogar aussuchen. Ab geht es. LKW-Fahrer Centex ist ready. Ich glaube, wir haben ein bisschen Stau hier. Hallo? Hast du Tomaten in den Augen? Lass mich durch, Junge. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Wir zerstören den Server. Oh mein Gott. Was tun wir? Was tun wir? Okay, das Experiment ist ein bisschen ausgeartet, würde ich sagen. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, Freunde, ich glaube, der Server spielt ab. Was passiert dir? Damit habe ich nichts zu tun mit diesen 1000 LKWs, okay? Es ist ein bisschen eskaliert hier. Ich glaube, wir haben den Server zerstört. Oh, warte mal, hier steht ein LKW. Vielleicht können wir den benutzen. Komm schon, spring an. Jawohl, ja, wir haben einen LKW geschnappt. Okay, Freunde, das Experiment wird weiter durchgeführt. LKW versus Treibsand. Wir fahren nach hinten und jetzt würde ich sagen, mit Anlauf geht es jetzt. Okay, ab geht es, Freunde. Ab geht es. Wow, in den Treibsand. Okay, wir bleiben stecken. Wir konnten nicht weiter rumfahren. Okay, der Po vom LKW ist am Wackeln. Was geht da? Aber wir sinken ganz, ganz langsam, muss ich sagen. Ja, okay, der LKW wiegt ja auch mehr. Oh mein Gott, ist auf jeden Fall sehr schwer. Aber, Freunde, auch der LKW. Wow, okay. Jo, alles klar. Sehr realistisch, was hier gerade passiert. Aber auch der LKW geht auf jeden Fall unter. Können wir raus? Nee, ich glaube, wie ein Fisch werden wir hier runtergespült hier in den Treibsand. Ab geht es in unseren Lambo und oh mein Gott, da ist unser LKW hier. Ihr seht es, er geht langsam, aber sicher hier runter. Und okay, die Reifen machen Breakdance von ihm. Okay, chillig, alles klar, Freunde. Aber ich denke mal, Freunde, das sollte es gewesen sein. Wow, das waren jetzt die verrücktesten und krassesten Treibsand-Experimente, die wir ausgetestet haben. Und Freunde, zum Schluss würde ich sagen, was passiert, wenn wir hier reinspringen? Let's go! Okay, wir gehen unter. Wir gehen auch unter, Freunde. Was lernen wir daraus? Springt auf jeden Fall nicht in Treibsand rein. Ansonsten passiert das hier. Das sind die 50 verrücktesten und lustigsten Wege zu sterben in Roblox. Oh, eine Mine. Was wird wohl passieren, wenn wir über diese gehen? Strom im Wasser. Das muss repariert werden. Aua. Jetzt reicht es mir aber. Oh, eine Bombe. Was wird wohl passieren, wenn ich sie anklicke und... Oh. Und solche noch viel weitere Tode werdet ihr in diesem Video sehen. Und ich bin mal wirklich so gespannt, welche verschiedene Tode wir heute freischalten werden und durch die dümmsten Wege einfach erledigt werden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts von dem auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute zusammen im Death Sandbox. Oh ja, wo ich, die verschiedensten und lustigsten Tode austesten werde. Nämlich, Freunde, wo haben wir das Ganze denn, aha, hier, ein Buch mit verschiedenen Toten, die wir, freischalten können. Schaut mal, den Hydrantentod haben wir schon mal schockiert in Schweizer Käse. Alles klar, was auch immer das mit Schweizer Käse zu tun hat. Dann haben wir als nächstes hier die Landmine. Von einer Landmine verbrannt, abgegradet. Oh ja. Ah, und die Bombe. Bumm. Da steht einfach nur Bumm. Und auf dieser Map gibt es verschiedene Wege, wie wir erledigt werden können. Zum Beispiel haben wir hier, was ist das denn hier? Hallöchen, ein Supermarkt. Ach, was soll schon passieren, wenn ich hier, das Ganze hier trinke? Das schmeckt so lecker, Freunde. Es ist ein Hexengebraut. Warte mal, was passiert mit... was passiert mit uns? Und da haben wir den nächsten Tod hier freigeschaltet, Freunde. Und es gibt auf jeden Fall richtig viel zu entdecken. Hallo, schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? So, dann lasst uns mal hier reingehen. Und was haben wir denn? Ein Energy Drink. Oh, den klaue ich jetzt einfach. Ich gönn mir. Energy Drink. Und wir trinken unseren Energy Drink. Wir trinken noch mehr Energy Drink. Wir trinken noch mehr Energy Drink, Freunde. Noch mehr. Ich brauche noch mehr. Trink. Ab geht es. Oh Gott. Ich glaube. Gluck. Ich muss mehr Energy Drink trinken. Oh, mein Herz. Zu viel Zucker. Ich brauche mehr Zucker. Mehr Zucker trinken. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel Energy. Was geht denn da, Freunde? Wir haben so viel Energy getrunken. Hey, da liege ich doch. Freunde. Hier war ich. Alles klar. Bis jetzt ist der Markt nicht so gut. Ah,
Was haben wir denn hier? Ha! Hilfe! Hilfe! Ich friere! Ist das kalt? Hilfe! Ich erfriere! Leute, kann mich irgendwer helfen? Nein, ich erfriere! Ah, zum Glück ist die Hand noch nicht... Oh, eingefroren. Nein! Unser ganzer Körper! Das ist ein weiterer Tod! Nein! Wir sind... Oh, erfroren. Junge, Junge, war das kalt hier in diesem Supermarkt hier drin? Das kann ja wohl nicht sein. Ich gehe mich jetzt beschweren. Hallo? Wer arbeitet denn hier? Jedes Mal das Gleiche. Oh, mit euch, was denn hier, Freunde? Ist es eine Pfütze vielleicht, wo wir ausrutschen können? Ah, ein Mixer, Freunde. Was wird wohl passieren, wenn wir in diesen Mixer reinfallen und... Ah! Au, 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 au. Oh mein Gott. Wir werden zermixt. Oh, oh, oh. Und da haben wir schon die nächste lustige Art freigeschaltet hier. Wie wir erledigt werden. Alles klar, Freunde. Ey, da waren wir noch. Ist hier sonst noch irgendwas in den Regalen, was wir uns hier freischalten können? Nee, ich glaube... Nein, 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 nein! Oh nein, Freunde, wir setzen uns plopp zurück und... Ah, wir haben sogar ein Badge bekommen fürs Zurücksetzen. Das war auch ein weiterer Tod, den wir freigeschaltet haben. Was ist das denn hier, Freunde? Eine Unendlichkeitswaffe. Alles klar. Was wird die wohl machen? Und da haben wir sie. Plopp. Da haben wir sie. Alles klar, Freunde. Was wird passieren? Hey, schönen guten Tag. Ich möchte meine neue Waffe vorstellen. Und peng. Ab geht es. Passiert jetzt irgendwas? Jo, der zerhackt einfach den Baum. Hey, dieser Baum steht unter Denkmalschutz. Hören Sie sofort auf damit. Hä? Was ist? Es passiert einfach. Wow! Okay, es passiert was. Leute, ich habe nichts damit zu tun. Die wurde einfach aufgelöst. Wie lustig war das denn? Alles klar. Können wir auf den Baum irgendwie vielleicht so draufklettern oder irgendwie. Jo, der Baum ist einfach umgefallen. Er hat den Baum einfach zerhackt. Was war das denn? Okay, von wo kriegen wir diese Axt aber her? Und oh, wir sind vom Baum runtergefallen. Tod von durch Mutter Natur. Oh ja, da haben wir den nächsten Tod hier freigeschaltet. Mal schauen, was es jetzt noch zu entgelten gibt. Einen schönen Salon. Ich brauche immer einen neuen freshen, eine neue freche Frisur. Jo, schönen guten Tag. Ich hatte einen Friseurtermin bei Ihnen. Ich setze mich mal hierhin auf die Warteliste. Und wissen Sie was? Ich schneide meine Haare selber. Alles klar. Oh, was ist das denn hier? Und oh, ja, ich möchte einmal einen freshen Haarcut. Bin ich überhaupt richtig oder ist das hier eine Solaranlage? Und oh, ich wurde verbrannt einfach. Schaut euch das Ganze mal. Ein geröstetes Centex. Eieiei, das ist, glaube ich, nicht so gut. Wo haben wir denn den Friseur? Ah, da drüben. Jo, da oben ist einfach ein Hammer. Alles klar, ich will mich beschweren. Ich wurde zu einem Chicken ver... Nein, nein, nein. Nein, oh, ich werde gebraten. Aua. Mr. Hotdog? Der Hotdog war da drin. Einfach ein Hotdog. Soll ich ihn helfen? Und jetzt geht da Talking Ben einfach rein. Jeder darf mal rein. Und du bist der nächste Kollege. Alle gehen da einfach... Oh, nein, 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 nein. Nicht nochmal, nicht nochmal. Ja, so, ich will auch, ich will auch. Was haben wir denn hier? Eine Schere drin. Können wir uns jetzt wirklich hier selber die Haare schneiden mit der Schere? Hallo, schönen guten Tag. Ich schneide mal ihre... Ach, sie haben eine Glatze. Alles klar. Dann setze ich mich mal hin. Was können wir jetzt hier mit dieser Schere machen? Können wir damit irgendwas hier? Vielleicht können wir uns hier draufsetzen, irgendwas anklicken. Jo! Hä? Wie sehe ich denn aus? Also eigentlich wollte ich nicht so eine Frisur haben. Was geht denn da? Können wir die jetzt ändern oder? Wie findet ihr so schwarze Haare? Stehen mir auch sehr, sehr gut. Oder Freunde, blaue Haare. Was geht denn da ab? Alles klar. So, haben wir hier hinter noch irgendwas? Können wir das mit der Schere knacken? Okay, ich glaube, es wird nicht besser. Es wird nicht besser hier in diesem Friseursalon. Dann lass uns mal hier sofort schnell, na toll, nach draußen gehen. Ja, lach mich nur aus. Wie sehen wir denn aus? Es gibt hier sogar ein Krankenhaus. Schönen guten Tag, hallo. Ich habe eine schreckliche Frisur. Wir müssen die Frisur sofort hier ändern. Oh. Was geht denn hier ab? So, können wir hier irgendwas machen? Hinter? Nee, anscheinend nicht, aber... Oh, MRT-Raum und... Wow! Ah, dafür brauchen wir einen anderen Spieler anscheinend, um die Kraft hier zu aktivieren. Alles klar. Wow, wir gehen einfach rein. Schaut euch das Ganze an. Das ist der MRT-Bereich hier. Hä, was ist das denn hier? Wow. Wir können uns einfach so ein Hütchen auf den Kopf setzen. Was geht ab? Schaut euch das Ganze, Mann. Okay, was haben wir hier als nächstes? Ein Fitnessstudio. Da wollte ich unbedingt mal hin. Ich wollte mich unbedingt mal anmelden. Wir können sogar eine Tür öffnen. Hallo? Ist hier das Fitnessstudio? Ich wollte mal meine Muskeln trainieren und alles klar. Ich glaube, das ist... Wow. Kein Fitnessstudio. Wir stürzen nein mit einem Aufzug ab. Da haben wir den Mixtod freigeschaltet. Das kann auch nicht sein.
eigentlich. Und wow, was ist denn jetzt passiert? Boing, wir wurden einfach von einem Boxhandschuh weggeschleudert. Das bedeutet, hinter der Tür verbürgen sich verschiedene Secrets. Hä? Was passiert denn mit dem Hotdog? Yo, Hotdog, alles klar bei dir? Was geht ab? So, ich möchte jetzt aber hier unbedingt ins Gym gehen. Ich will hier unbedingt trainieren. So, oh, was haben wir denn hier? Können wir da ausrutschen? Nee, alles klar. So, da sind wir, Freunde. Bisschen trainieren. Wir müssen ein bisschen Muskeln bekommen. Unsere Ausdauer auf jeden Fall weiter upgraden. Oh mein Gott, wie geht das Gerät aus? Wie geht das Gerät aus? Hilfe! Renn. Oh, Autschi, das tat weh. Hauptsache, wir sind immer glücklich. Was geht mit dem Hotdog zum Teufel ab? Was ist mit dem? Naja, dann würde ich sagen, heben wir mal hier die Gewichte, wenn das Laufband schon nicht geklappt hat. Und, wow, wir sind einfach geplatzt. Alles klar. Wow, was war das denn? Und da haben wir das nächste freigeschaltet. Schrotflintentür, alles klar. Was verbirgt sich bitte alles hinter dieser Tür? Hier, klopf, klopf. Was haben wir jetzt als nächstes? Und, oh nein, ich glaube, es ist der Aufzug. Es ist, nein, ich will raus, nein. Wir sind nicht mehr rausgekommen. Und nein, es ist wieder der Tod durch den Aufzug hier. Öffentlicher Waschraum. Schönen guten Tag, hä? Hieß hier gar keine... Ah, Toilette. Okay, Leute, erstmal auf Toilette gehen. Ich habe echt die Nase voll und... Was? Wir werden die Toilette runtergespült. Nein, gluck. Und nein, wir wurden runtergespült einfach. Das kann ja nicht sein. Freunde, wir haben uns jetzt sogar eine Tornado-Waffe gekauft. Oh ja, und das testen wir erstmal aus an den Kollegen hier. Hey, du da, hast du Bock auf einen kleinen... Wow, eine Tornado. Was? Tod durch Tornado haben wir als nächstes freigeschaltet. Durch diese Tornado-Waffe. Jo, tut mir leid an dich. Und Achtung, es kommt jetzt. Warte mal, können wir bei Ihnen einen Tornado hier zünden? Wow, Achtung, haltet euch fest. Und immer ein Lächeln behalten, egal was passiert. Ja, das ist ja lustig. Genau, da war sie. Die ultimative Tornado-Waffe. Oh, was haben wir denn hier? Ein Adoptionscenter oder irgendwie sowas. Lass uns doch mal nachschauen. Hallöchen, schönen guten Tag. Passiert irgendwas, wenn wir hier so reingehen? Ich möchte adoptiert werden oder nee? Alles klar. Dann gehen wir... Ah, nee, wir kommen auch nicht mehr raus. Da werde ich aber sauer. Ich dreh durch, adoptiert mich. Oh, ich bin ein braves Kind. Oder wir können weinen. Keiner will mich adoptieren. Was können wir doch machen? Wir können unseren... Ah, Avatar anpassen. Was ist das denn hier? Das sieht ja lustig aus. Und wir können uns jetzt hier eine stylische Sonnenbrille geben. Wie lustig ist das? Und unsere Körpergröße können wir jetzt ganz klein machen. Als wären wir wirklich ein Baby und wollen hier adoptiert werden. Hey, Kleiner, kannst du mich bitte adoptieren? Ich bin ein Baby. Der hat auch gar keinen Bock auf mich. Dann lass uns mal hier als nächstes als kleines Baby hochgehen. Und wo sind wir jetzt denn? Oh, bitte angekommen. Nein, ein Baby im Ofen. Oh, Mama. Hilfe, wir verbrennen jetzt hier mit dem Quietsche-Engine zusammen in diesem Ofen. Junge, es reicht jetzt. Es reicht. Ich bin schon komplett schwarz angebraten. Wow, und Ding. Das Essen ist fertig. Es gibt Chicken. Es gibt Ente. Mit einem schwarzen Zentex. Und, ey, kann ich mich nicht jetzt irgendwie zurücksetzen? Kleidung zurücksetzen. Und moin. Da bin ich back wieder am Start, ey. Hallöchen. Was gibt's denn alles noch? Oh, es gibt hier sogar ein. Was? Ein Tod-Emoji. Und damit haben wir das nächste Abzeichen bekommen. Warte mal, gibt's noch ein anderes Abzeichen? Alles klar. Jetzt bin ich wie ein Hund. Nee. Da steigen wir raus. Das ist ja peinlich. Dann sind wir sogar ein Affe oder so. Oh, und ein Geist-Emoji. Das hat der Hotdog gerade benutzt. Oh. Wir steigen in die Lüfte in Geisterwandel. Nächstes Badge haben wir freigeschaltet. Es läuft. Hier ist da noch irgendwas. Ah, hier oben. Hier ist einfach eine Kanone drauf. Wir können die Kanone sogar betreten. Oh, oh, Leute, es geht los. Und festhalten. Wir werden voll von der Kanone rausgeschleudert. Das tat wie. Ey, guck mal, wie winzig der ist. Hey, kleines Kätzchen, das Katzenklo ist hier drüben. Kommen Sie einmal hereinspaziert. Der fragt sich, wo das Katzenklo ist. Und hier oben ist auch noch irgendwas. Und wir können hier hochklettern. Oh, hier sind einfach Vogeleier oder sowas. Hä? Was passiert jetzt? Ein neuer Feind nähert sich. Bird. Und hä? Jo, ein Vogel. Was passiert jetzt? Hä? Haben wir jetzt seine Eier geklaut oder was von diesem Vogel? Sorry, das wollte ich nicht. Und hä? Wie werden wir jetzt sterben? Was? Lass mich runter. Gut. Lass mich runter, Vogel. Und was? Er hat uns einfach hochfliegen lassen und uns dann runtergeschmissen vom... Oh, Himmel. Wie? Der wurde vom Boxhandschuh getroffen. Was? Bitte nicht springen. Es ist sehr schwer aufzuräumen. Direkt neben den Vogeleiern. Was? Versuche nicht zu springen. Und der Mega-Jar. Wir sind tot.
Alles klar, das war ein Schuss in den Ofen. Und wow, was passiert denn mit dem? Jeder hat die andere verrückte Tode, wie er hier in diesem Game erledigt wird. Das ist wirklich zu lustig. Und es gibt hier noch so, so viel andere neuen Stuff zu entdecken. Zum Beispiel hier, Bobby's Auto Repair. Alles klar. Und oh, wir haben wieder ein Hütchen an. Und was ist das denn hier? Und können wir da jetzt rein? Und da wollen wir zerschnippelt. Was ist das denn hier? Ist das etwa... Das ist ein Riesentoaster. Oh ja. Yeah. Freunde, habt ihr Bock auf leckeren Toast? Ich stelle mich, zur Verfügung. Na toll. Und was, wir werden jetzt braun und werden jetzt getoastet. Und ich glaube, das Toast wird jetzt... Fliegt das jetzt auch raus, Freunde? Euer Toast ist fertig. Bisschen schwarz geworden, das Toast. Aber da wurden wir durch diesen Riesentoaster einfach getoastet. Da sollten wir am besten nicht wieder reingehen. Oh, eine Bananenschale. Und, warte mal, Freunde, ich habe natürlich nichts gesehen. Und wow, was? Ach so, wir rutschen aus und auf einmal liegen wir auf dem Boden und sind tot oder was? Alles klar. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wieso liegen hier eigentlich überall so Kuchenstücke auf der Map? Können wir die irgendwie einsammeln und so einen Kuchen machen? Auch hier sind überall, Kuchenstücke. Und was haben sie diesem Mann angetan? Was passiert mit dem? Kann ich ihnen irgendwie helfen? Ah, hier mein Kuchenstück. Und miam, 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 miam. Ah, wir können ja anscheinend essen, diese Kuchenstücke. Gib mir mehr Kuchenstücke, alles meins. Was ist das denn hier? Eine Cola-Dose, eine fremde Cola-Dose, die irgendwo auf einer Parkbank liegt. Was soll dabei schon... schief geht, was war das denn? Wir haben einfach eine Cola getrunken. Wer kennt's nicht? Man trinkt eine Cola und fliegt in die Lüfte. Ja, ganz, ganz normaler Tag. Und auf diesen Riesenhammer, da will ich auch irgendwie drauf. Auf dem Friseursalon. Wie kommen wir jetzt da am besten nach oben? Nee, ich möchte nicht meine Haare schneiden. Gibt's eine Secret-Gasse? Können wir hier in einen Mülleimer rein? Nee, hier ist eine Hintertür. Ich glaube, wir müssen die Leiter hier benutzen. So, um jetzt hier ab nach oben zu kommen, zu diesem Hammer. So, Mr. Hammer, da bin ich. Erstmal trinken wir einen Gifttrank. Ach, was soll denn schon dabei schief gehen? Oh nein, 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 nein. Was passiert mit mir? Wir verfärben uns einfach. Wie eklig ist das denn? Und blub, da sind wir explodiert. Es gibt sogar ein Bomben-Emoji, sehe ich gerade. Ich glaube, das ist ein weiterer Tod. Blub, den wir freischalten. Was ist das jetzt hier? Eine Kamera. It's Selfie-Time. Cheese, Kaching, Cheese. Moin. Für meine Fans. Das sind die Selfies, die wir gemacht haben. Sollen wir ein Selfie zusammen machen? Komm, wir machen ein Selfie zusammen. Einmal lächeln. Wir wollten doch ein Selfie machen. Er ist weggerannt. Wir können aber ein Vampir sein. Da haben wir den Vampir-Tod bekommen. Es gibt also hier auch versteckte Emojis, durch die wir uns auch hier Tode freischalten können. Brumm, 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 brumm. Du tust so, als wärst ein Auto-Badge bekommen. Sehr gut. Und wir lachen uns. Ich dachte, wir lachen uns vielleicht tot oder sowas. Alles klar. Das kann ich erklären. Erstmal ein kleines Nickerchen machen. Da werde ich aber böse. Wir können unseren Kopf explodieren lassen. Dann will ich mit der Axt erledigen. Chill mal da hinten. Chill. Entspann dich. Ich bin ein Fisch. Blub, blub. Es gibt einfach ein Fisch-Emoji. Dann gibt es ja ein Emoji. Das ist so Geld werfen. Ich bin ein reicher Fisch. Habt ihr schon mal einen reichen Fisch gesehen? Alles klar. Jetzt bin ich ein Clown. Und jetzt bin ich ein super starker Clown, Freund. Wir klicken einfach mal alles an. Vielleicht wird hier noch irgendein Tod freigeschaltet. Aber ich glaube, nee, nicht. Wir haben jetzt nur das ganze Game kaputt gemacht. Als nächstes geht es aber ab auf den Mega-Hammer. Wurden wir weit weggeschleudert. Den Hammer-Tod. Freunde, wie viele Tode haben wir denn eigentlich? Wir können es hier nachschauen. Bei Kilopedia. Einige haben wir schon. Aber es gibt noch jede Menge hier zu entdecken, die wir uns noch hier freischalten können. Da oben ist noch ein Kuchenstück. Den können wir uns auch mal hier gönnen. Hallo, schönen guten Tag. Das ist das Polizeirevier. Ich wollte immer mal ein Polizist werden. Ich meine, Donuts essen den ganzen Tag. Das ist doch gut. Nein, natürlich nicht. Ich möchte natürlich... Verbrecherjagen. Ein Kuchen. Und noch ein Kuchen. Was können wir denn jetzt machen? Ist das ein Kuchenparadies oder was? Schau dich das Ganze mal. Aber ich will den essen. Ich will den Kuchen essen. Wir können es jetzt hier... verschiedene Stücke holen. Nächster Kuchen. Gib mir mehr. Gib mir mehr. Ich brauche Kuchen. Ich brauche Verstärkung. Nein. Wir wurden durch den Kuchen erledigt. Ich glaube, das war's hier mit unserer Polizeikarriere. Aber Freunde, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wir sind jetzt hier obendrauf auf dem Helikopterplatz. Und was passiert? Der Helikopter hat uns zercrashed. Leute, ich war einer von eurem Team. Was geht? Was ist mit dem? Er wurde zu einem Zombie.
Naja, dann probieren wir es mal eben auf der Baustelle. Oh, hier ist ein Geschenk. Schau dich das ganz mal. Können wir das Geschenk öffnen oder so? Nee, anscheinend. Ey, nicht. Der Zombie. Entspann dich, Kollege. Ich bin nicht dein Doktor. Hopp, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg, geh weg. Wir müssen hier weg. Wir müssen abhauen. Schnell ab nach oben. Bevor dieser komische Zombie uns hier noch weiter verfolgt, können wir noch weiter ab nach oben. Ja, hier geht es entlang. Sehr, sehr gut. So, bis an die Spitze. Und oh, für diesen Cheeseburger bin ich jetzt hier bis an die Spitze gegangen. So, ist hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier ist noch eine Rampe. Was passiert, wenn wir eigentlich einfach runterfallen? Und, ah, da passiert nichts. Aber wir gönnen uns mal den leckeren Cheeseburger. Wir gönnen uns noch einen Cheeseburger. Der ist so lecker geschmeckt. Und, komm, noch einer geht noch. Komm, einer geht noch. Einer passt noch in meine Magen rein. Komm, den esse ich auch noch. Ach, wisst ihr was, Freunde? Wir essen einfach noch so 22. Ja, ja, gib mir mehr Burger. Mehr Burger, mehr. Ab geht es. Und, wow. Da wurden wir besiegt. Über Essen zu tun und Scharfschütze. Wie krass war das denn? Ja, Freunde, wer kann das schon von sich behaupten? Durch zwei Tode gleichzeitig gestorben zu sein. Ah, und ich glaube, hier ist das X. Und ah, wir sind wahrscheinlich aufs X gegangen. Und oh, blub. Und da werden wir von dem Sniper da ganz oben erledigt. Ich verstehe. Lass uns mal als nächstes hier diese Treppe da rumgehen. Hey, Kollege, komm, lass uns zusammen hier diese Wasserrutsche. Nee, runterrutschen. Oh, Schluss, du gehst vor. Okay, er klettert nach oben. Wir rutschen. Oh, wow, nein. Und oh, es ist noch nichts. Oh, ich habe mir alles gebrochen. Wir sind jetzt die ganze Straße einfach. Wow, runtergerutscht. Habt ihr das gesehen? Und er kommt auch hinterhergerutscht direkt. Oh, wer ist das denn? Schaut euch das ganz mal an. Hallo? Mama, bist du es? Gieriger Schnitter. Ist das der... Oh, das ist der Sensenmann. Und, das war der Sensenmann. Er hat uns jetzt hier erledigt und in zwei Teile geschnitten. Ich glaube, zu dem sollten wir nicht gehen. Aber wir können... Wow, wir können bis an die Spitze von diesem Kran hier klettern. Los. Können wir hier irgendwie runterfallen? Oh, warte mal, hier ist irgendwas. Und passiert irgendwas. Oh, ach so. Wir werden einfach direkt erledigt. Ah, das war der Killbrick. Und nein, nicht du schon wieder, Zombie. Lass mich in Ruhe, habe ich dir gesagt. Hey, es sind überall Zombies. Wie haben wir es geschafft? Wie sind die zu Zombies geworden? Und jo, was hat der denn für eine lange Zunge? Alter, erstmal ein Selfie machen. Feuerwerkwaffe. Und ah, ich glaube, Freunde, wo haben wir das Ganze denn? Hier, Spielplatz, die Feuerwerkwaffe. Das ist eine neue Waffe. Die werden wir uns natürlich auch sofort... Wow, freischalten. Messen, nie explodiert. Alles klar bei euch? Wir aktivieren sie. Die ultimative Feuerwerkwaffe. Da haben wir sie. Achtung, Leute. Frohes neues Jahr. Und... passiert irgendwas? Ja, der macht direkt ein Selfie. Jo, Leute. Und wow. Alle sind hier mit der Kamera beschäftigt. Hä? Was passiert, wenn wir das hier auf uns selber aktivieren, die Feuerwerke? Weg mit dir, du böser Zombie. Friss meine Feuerwerkwaffe. Aber ich glaube, damit können wir nur andere erledigen. Und uns selber nicht. Und, was gibt's denn hier? Lass uns da mal hier erstmal in die Bibliothek gehen. Hallöchen. Können wir... Ah, wir können hier tatsächlich... Ah, Bücher holen. Warte mal, haben wir das Buch gerade... gegessen. Oh, na, ja, das Buch schmeckt echt lecker. Diese Mischung aus Papiere. Ja, das schmeckt und. Das schmeckt so lecker. Und ich werde immer intelligenter. Unser Kopf wird immer größer. Ich weiß nicht. Oh, lass uns mal hier das rote Buch nehmen. Was haben wir als nächstes? Mein blaues Buch. Und darauf habe ich auch jetzt. Sehr Lust. Was ist denn da los? Da steht einfach ein Affe. Da stand einfach ein Affe rum. Alles gut. Ja. Ich lese gerade nur die Bücher und heimlich. Essen wir hier alle möglichen Bücher. Dies hier gibt so ein rotes Buch. Wir werden immer blauer. Unser Kopf wird immer größer und blauer. Das war's mit uns. Wir haben einfach tot durch Lesen bekommen als Badge. Lass uns mal als nächstes hier zu diesem Skatepark gehen. Und hey, hier ist ein Alien. Na, natürlich, wieso nicht? Yo, Alien. Ein normaler Mensch steht da. Hallo? Wo sind Sie? Hä? Hey, und was passiert jetzt? Und was? Hä? Er hat mich in eine Kuh verwandelt. Was? Und nein, ein UFO kommt und zieht uns ein, oder wie? Nein, und er hat mich zerquetscht. Was? Wir wurden einfach in der... Nein, Kuh verwandelt, nicht der Zombie schon wieder. Hau ab, lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan, friss meine Feuerwerke. Hä, was ist das denn hier? Eine Parkbank und ein Brett. Das ist aber sehr sus. Passiert irgendwas, wenn wir hier drüber gehen? Können wir aufrutschen, oder ist es wirklich einfach nur eine Parkbank mit einem Brett? Alles klar, es ist nur eine Parkbank mit einem Brett. Wir können aber anscheinend hier auf dieses Haus hier drauf gehen. Dann lass uns das Ganze mal ausprobieren. Das ist mir ein bisschen zu sus hier. Da muss ja irgendwas auf dem Dach hier sein. So, dann klettern wir jetzt hier. Oh, wir sind runtergefallen. Aber als ob es nicht so irgend so einen Fallschadentod oder sowas gibt. Tatsächlich. So, da sind wir jetzt hier oben angekommen. Bis jetzt hier nichts. Klopf, klopf. Hier ist eine Tür. Aber hier auch nichts in Sicht hier. Oh nein. Und er nimmt die Wasserrutsche. Nein, tu es nicht, Kollege. Und wow. Und er fällt auf der Straße runter. Und blapp. Das war's mit ihm. Was wird sich aber wohl
in diesem mysteriösen Tunnel befinden. Gar nichts, okay. Auch in diesen Tunnel können wir nicht reingehen. Ansonsten haben wir uns jetzt wirklich hier alles außenherum angeschaut, glaube ich. Was es gibt? Hier sind ein paar Bäume. Gibt es hier hinter irgendein Secret? Nee. Oh, hier ist ein Laden. Was habe ich hier? Ah, das ist die Bank hier. Was soll denn schon dabei schief gehen? Ich muss erstmal natürlich hier... Ah, da war die Tür. Wir müssen erstmal natürlich unser Geld abholen. Schönen guten Tag. Ist irgendwer hinter den Kassen? Naja, dann bediene ich mich halt eben selber. Und, oh, was ist das denn hier? Da sieht man doch schon eine Laser. Oh, Freund, ich würde sagen... Oh, erstmal habe ich hier ein Geschenk. Können wir das Ganze... Können wir das Ganze öffnen, das Geschenk oder sowas? Ah, da haben wir es. So, platziert und... Ah, schönes Geschenk. Da war eine Bombe drin. Ja, da haben wir den Geschenktod freigeschaltet. Aber wir müssen unbedingt nochmal zur Bank gehen. Denn hier gab es natürlich noch eine Laser. Wir sind der Profi-Einbrecher und werden jetzt probieren, in die Bank einzubrechen. Und da sind wir durch die Laser gelaufen. Feuermaschinen-Laser. Yeah. Wer ist er denn? Das ist ein bisschen aus wie Slenderman, muss ich sagen. Mach mir jetzt keine Angst. Das bedeutet, Freunde, in dem hinteren Bereich waren wir schon überall. Aber es gibt noch jede Menge andere Tode zu entdecken. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. Wir gehen mal weiter bei der Bank. Oh, wir haben jetzt eine Bogger-Statue. Among Us, Sass und wir haben ja einen Knopf. Können wir das Ganze, können wir den Knopf hier drücken? Das ist ein bisschen sass. Können wir aber wenigstens hier den Knopf, den Knopf können wir aktivieren. Und, was, wow, passiert, wow, Junge, das war knapp. Da fallen einfach Ambosse vom Himmel und, Leute, ich glaube, aua, da wurden wir komplett von einem Amboss zerquetscht. Aber was hat es jetzt mit dieser Among Us-Statue auf sich? Ah, wir haben hier sogar links Werkzeuge, ihr seht es. Die sehe ich aber erst jetzt. Ah, auch hier ist die Axt und sowas am Start. Sehr, sehr gut. Können wir damit vielleicht die Statue zerstören? Los, die Among Us-Statue wird zerstört. Und oh, ich glaube, ich wurde vom Bürgermeister gerade hier erwischt. So, mit der Taschenlampe können wir tatsächlich nichts machen. Nein, tu es nicht. Das Leben hat doch einen Sinn. Und, oh mein Gott, war das knapp. War das knapp. Nein, der wird jetzt hier von einem Amboss erledigt. Und oh mein Gott, da fallen sie runter. Ab geht es. Und oh, er kommt. Und... da wurde er komplett zerquetscht, ey. Es geht weiter, schon wieder. Wir haben hier wieder so ein Brett mit einer Parkbank. Was hat es nur... Oh, damit auf sich. Ist das ein Item? Oder irgendwie sowas? Können wir da drüber gehen? Was ist das, Freunde? Schaut euch das ganz mal an. Ist das so eine Mini-Hantel? Naja, irgendwie tut uns das Ganze nichts. Wir können es auch nicht anklicken. Ah, das sind so verschiedene Einzelteile, glaube ich. Jo, ist das ein Eisladen? Ich glaube, ich bin jetzt hier euer Eiswagen. Der Eismann kommt. Yeah. Hallo, ich hätte gerne einen Stracciatella. Eis. Oh, er hat mich entführt. Alles klar. Das war nicht der Eismann. Wir wurden einfach entführt und haben jetzt eine Vermisstenanzeige bekommen. Schade, ich wollte doch nur ein kleines Stracciatella-Eis. Klopf, klopf. Können wir irgendwie hier rein? Können wir vielleicht hier einbrechen oder sowas? Mit der Axt los. Mach die Tür auf. Hier ist... Der Eismann ist da. Bäm. Nee, aber keiner öffnet die Tür. Wieso wohl? So, auf den Baum können wir auch nicht drauf gehen. Hier, was ist das denn, Freunde? Oh, schaut euch das Ganze mal. Lass uns mal hier reingehen. Wir haben ein Secret entdeckt. Das sieht krass aus. Wow. Hallo? Bin ich hier richtig? Wir haben hier überall Zelte. Hallöchen. Schönen guten Tag. Und wir haben hier ein Feuer, Freunde. Und, Hilfe. Wir brennen. Wir brennen. Hilfe. Nein. Und da sind wir jetzt hier tatsächlich. Alter, wie lange brennen wir? Da sind wir verbrannt. Lagerfeuerspaß. Also, ich weiß nicht, wo das Spaß gemacht hat. Aber wir müssen hier auf jeden Fall nochmal rein. Hier gibt es bestimmt noch weitere Tode, die wir uns hier freischalten können. Oh, was ist das denn hier? Können wir vielleicht hier in diese schwarze Flüssigkeit rein? Oder hier? Oh, geht es über eine Giftflüssigkeit weiter? Was passiert, wenn man reinspringt? Nein, Hilfe! Hilfe! Nein, nein, nein! Ich werde vergiftet! Ich werde vergiftet! Rette mich! Kann mich denn keiner... Kann mich denn keiner hören? Dann lass uns aber mal hier weitergehen. Wir können ja nämlich doch in diese Höhe. Was ist das hier für ein Geheimnis? Und jetzt bloß nicht... Oh nein, in die Flüssigkeit wollte ich gerade... Oh nein, sag noch mal. Und, können wir jetzt hier irgendwie weiterspringen? Ah, hier ist anscheinend ein Ausgang. Gibt es hier unten was zu entdecken? Anscheinend nicht so. Vielleicht in dem Rohr. Können wir da probieren, vielleicht irgendwie... Und whoppa, irgendwie reinzuspringen? Nee. Wir kommen also auf dieser Seite wieder raus mit diesen Steinen. Oh, wo sind wir denn jetzt angekommen? Schönen guten Tag. Null Laboratoren sind wir. Oh, hier ist ein Trampo. Wow! Hier ist ein Trampolin. Wie weit sind wir da oben gesprungen? Bounce, bounce. Leute, ich glaube, das Trampolin war kaputt. Schaut mal, ist das die Sonne? Sind wir über die Sonne gesprungen? Wir sind über den Wolken. Yeah, ab geht es. Ich will auch mal irgendwann landen. Wir zünden erstmal ein Feuerwerk hier in der Luft. Hilfe! SOS, SOS, SOS! Ich flipp aus und oh, ich glaube, das war's mit uns jetzt hier. War auf jeden Fall, ja, der höchste Trampolinsprung meines Lebens. Und,
da haben wir einen Baum gefällt. Das ist auch schön. Das bedeutet, wir wurden jetzt auch von einem Baum erschlagen. Das hat mir noch gefehlt hier als Todesgrund. Oh, ist das hier ein weiteres Secret? Ich glaube, das ist ein anderes Secret, oder? Das ist eine andere, hä? Geheime Hülle? Hä? Was denn jetzt? Was passiert mit uns? Oh mein Gott, das war Guest. Habt ihr ihn gesehen? Das war Guest 666. Auch das Badge haben wir jetzt bekommen. Er hat uns gehackt oder irgendwie sowas, glaube ich. Jo, Leute, ich wurde von Guest gehackt. Habt ihr das Wow! Hört? Oh Gott, der hat so einen Quadratschädel bekommen. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen besser tarnen, um da reinzukommen. Alles gleich, würde sagen, Wurf. Jetzt sind wir hier perfekt getarnt. Wir können sogar so eine freche, so eine Feuerfrisur machen. Ganz unauffällig. Und jetzt gehen wir ein weiteres Mal so in die dunkle Höhle rein. Werden wir wieder gehackt? Können wir irgendwie ausweichen oder sowas? Warte mal, wir haben ja hier unsere Taschenlampe am Start, aber nein. Okay, wir sind wieder in seine Falle gelockt und werden komplett verglitscht und zerhackt von ihm, dem Roblox-Hacker-Guest. Hä? Was war das denn? Da war irgendwas. Aua! Auf dem Boden? Hä? Haben wir es überlebt? Und wir gehen nochmal drüber. Aua! Meine Beine! Und oh, das sind ja meine Beine. Wieder. Was passiert denn jetzt? Unsere Beine sind einfach weg. Und aha, jetzt haben wir es geschafft. Das war. Ah, eine Bärenfalle. Ich habe die fast gar nicht erkannt. Gibt es hier noch irgendwas? Hier. Oh, neben der Höhle. Wir besteigen hier als Hund hier diesen Berg. Alle hopp! Und alle hopp! Und alle hopp! Jawohl. Jetzt sind wir. Hä? Hier oben, hä? Sind wir out of map? Wo sind wir denn jetzt angekommen? Darf ich hier sein? Hallo, ich glaube, wuff, wuff. Bin ich hier richtig? Was geht denn da ab? Okay, kriegen wir vielleicht irgendeinen Tod freigeschaltet? Nee, ich glaube, wo sind wir hier? Hüpfwerk, Hüpfwerfer. Oh, warte mal, können wir da, oh, können wir tatsächlich, ey, rein, na toll, wir kommen ja nicht mehr raus, oder wie? Ah, okay, doch, wir sind gerade noch so rausgekommen, aber wir können ja nicht reingehen, oder? Passiert irgendwas? Wo sind wir, wenn wir hier reingehen? Interessant, interessant. Und dann haben wir noch hier eine, wow, eine League oder sowas. Aber keine Tode, die uns hier freischalten können. Na toll, wie kommen wir jetzt hier weg? Naja, lass uns aber mal jetzt hier ganz, ganz schnell wieder, oh, so, zum alten Centex machen. Und wir sind jetzt hier, oh, hochgegangen. Den Knopf habe ich hier beinahe übersehen. Und hallo, schönen guten Tag. Oh, was war das denn? Aha, die Treppen wurden entfernt und haben sich eine Todesrutsche verwandt. Cool, also, ja, was heißt cool, aber ich meine, wir sammeln ja viele Tode und wir haben inzwischen, wie viele haben wir denn, Freunde? Wir schauen mal, na, aha, hier haben wir fast die erste Seite voll, die zweite ist auch relativ gut dabei, alles klar, Freunde, ja, wir haben schon relativ viele Tode gefarmt, so ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Oh, hier ist so eine Super Mario-Röhre und nein, wir haben verloren. Nein, da war eine Piranha-Pflanze drin. It's a meme, Centex. Und da sind wir aber jetzt hier in einem neuen Gebiet angekommen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Häusern. Und auch hier gibt es bestimmt einige lustige Tode zu entdecken. Klopf, klopf. Mann, mir reicht es jetzt. Mach sofort die Tür auf. Hallo, ich möchte hier rein. Wir kommen aber nicht in diese Häuser rein. So, in irgendein Haus müssen wir uns doch jetzt mal hier einbrechen und sowas. Lebt vielleicht hier irgendwer drin? Nee, in dem Haus ist keiner. Oh, hier vielleicht? Ey, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Schade, leider komme ich in keines dieser Häuser rein, obwohl ich sogar nett mit einer Axt vor der Tür stand. Ja, aber das bedeutet, lass uns mal weiter. Ah, das war ja hier dieser Secret-Raum, den wir uns angeschaut haben, mit dem Trampolin hier an der Seite. Oh, der Rasen müsste mal gemäht werden. Was ist das hier? Der ist viel zu lang, der Rasen. Ab geht es. Wir werden jetzt hier mit dem Rasenmäher hier so das Gras hier wegmachen. Oh, ich glaube, oh, da wurde ein bisschen zu viel weggemacht. Das war ich. Sehen etwa meine Haare aus wie Gras oder wie? Hier ist sogar eine offene Hütte, ist hier Tag der offenen Tür, aber hier drin verbirgt sich anscheinend nichts und... Oh, hier hinter! Oh, liebe Schlangen, na? Bäh! Erst offen draufkotzen, ha! Und, oh, ich glaube, nein! Wir werden... Wir werden tot durch Schlange. Wir haben das Schlangengrumme-Schiefen freigeschaltet. Ich glaube, da hätten wir ein Licht reinfallen sollen. Nein! Und jetzt gibt es... Oh, einen Fuß von mir als Barbecue. Schön auf dem Grill. So, mal schauen, was es jetzt hier alles für neue Tode zu entdecken gibt in dieser Hausgegend. Wir haben ja schon mal den Barbecue. So, dann haben wir hier hinten die Schlangengrube. Aber mal schauen, welches Haus hier noch offen ist. Ah, da war das Trampolin, genau. Klopf, klopf, hallo. Aber wir kommen tatsächlich in keine dieser Häuser hinein. Aber was haben wir denn hier? Schlage eine Pose. Eine Pose schlagen? Yeah, ich bin es... Wow,
Was geht denn jetzt ab? Ich wurde zu der Statue. Boah, ich wurde zu der Statue oder wie? Und bin umgefallen. Dann lass uns mal als nächstes hier in diese Autowerkstatt oder sowas gehen. Genau, oh, da haben wir sie. Die ultimative Autowerkstatt. Hallo? Bin ich ja richtig? Ich glaube... Oh, ich glaube... Da haben wir... Nein. Aua. Ich meine natürlich so, jetzt. Aua. Wir brennen hier total. Und da haben wir den nächsten Tod freigeschaltet, nämlich... Babybrennen. Aha. Ich glaube, das war doch nicht die Autowerkstatt oder sowas, aber... Oh, was haben wir denn hier? Das Laboratorium. Null Laboratorium. Böses Wissenschaftslabor. Aushalten. Oh, hier sind Turrets. Und wow, die schießen auf uns. Was? Automatisches Geschütz. Ah, wir hätten gar nicht reingekonnt anscheinend. Oh, lecker Kuchen. Das bedeutet, die Turrets haben uns jetzt erledigt. Ach, hier war die Autoreparaturstadt. Schönen guten Tag. Und ach, wow. Alles klar, ich gehe ja schon. Ah, hier waren wir, glaube ich, schon. Ne? Genau. Haben wir ansonsten sonst noch irgendwas hier? Nee, ich glaube nicht. Ah, da habe ich mich leider vertan. Aber wir gehen hier sofort weiter in den Containerbereich hier. Hier gibt es ganz, ganz viele Container am Meer. Und ah, können wir vielleicht irgendwie ertrinken? Was passiert, wenn wir jetzt ins Wasser springen? Und ab geht es. Gluck, gluck, gluck. Und aha, da sind wir natürlich direkt. Was heißt ertrunken? Wir haben ja eigentlich nur das Wasser berührt und wurden direkt erledigt. Lass uns mal jetzt hier über die Container balancieren, hier diesen Parcours machen. Wir haben wieder eine Rampe. Ist irgendwas auf den Containern drauf? Wie könnten wir am besten jetzt erledigt werden, hier durch diese Container? Aha, es gibt hier einen Kran nach ganz oben. Ah, wir können nach oben klettern. Was soll schon dabei schon schief gehen? Weiter geht es jetzt hier bis in die Höhe. Und da sind wir jetzt hier oben angekommen. Ich glaube, gerade eben hat mir einen Kran mit einem Killbrick. Wow, können wir sogar noch höher? Oh, wir balancieren, Freunde, über den Kran. Ab geht es. Oh, hier ist ein Riesencontainer oder irgendwie sowas. Alles klar. Wow, ab geht es. Können wir jetzt irgendwie durchschneiden, das Seil? Aha, ich glaube, jetzt wollen wir zerquetscht von dem Container. Der ist einfach runtergefallen. Und hier oben ist noch was. Wir können jetzt hier nach oben gehen. Da ist ein Stuhl. Oh nein, mit Luftballons. Ich glaube, ich kann mich schon denken, was passiert. Nein, wir fliegen nach oben. Und nach oben. Und weiter und weiter. Die Luftballons explodieren. Und bam, wir prallen komplett auf den Boden auf. Und schaut mal, hier gibt es sogar noch was am Hafen. Und was passiert wohl, wenn wir uns jetzt hier... Oh, oh, nein. Nein, drunter stellen. Und wir werden zerquetscht durch diese hydraulische Presse. Das soweit zum Hafen. Und wir machen hier weiter mit diesem Kreis. Was haben wir denn? Ah, hier haben wir schon... Hey, komm her. Eins gegen eins. Wer traut sich? Heuer. Ab geht's. Ah, und hier können wir uns da wahrscheinlich besiegen lassen oder sowas. Und was ist das denn? Vulkan. Permanentes Item. Yo, 1200 Robux. Was haben wir denn hier am Start, Freunde? Einfach so eine Vulkanwaffe. Sollen wir uns das Ganze mal gönnen, Freunde? Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt hier die ultimative Vulkanwaffe. Mal schauen. Und was können wir jetzt damit machen? Ah, wir können auf andere... Wow, Leute schießen. Können wir einen... Wow, vulkanisch. Alles klar, alles klar. Wow, wir können den Vulkan zum Explodieren bringen. Was geht denn da mit dieser ultimativen Vulkanwaffe? Aber Leute, ich will sterben. Das bedeutet, ab geht es, wir platzieren den Vulkan. Ach, ist das schön hier drin. Wow, und da wurde, ah, jawohl, nächstes Batch. Da haben wir den Vulkan-Tod freigeschaltet. Oh ja. Und ich glaube, es gab hier noch einen Game Pass, mit dem wir uns erledigen können. Hier, warte mal, wo war das Ganze? Flugzeugabsturzwaffe. Oh ja, der nächste Tod oder hier die nächste Waffe, die wir uns hier freischalten können. Leute, Achtung, hat hier wie ein Flugzeug gebucht. Da kommt das. Oh, Flugzeug, und wo ist es so? Da oben ist es. Ach, mein Flugzeug. Du kommst ja aber erstaunlich nah. So, ja, genau. Hier ist die Landefläche. Ganz, ganz vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Boom. Und, hä? Wir haben es überlebt. Oh, irgendeiner hat das nicht überlebt. Yo, King Kong, was geht ab? Mit der Banane einfach auf der Schulter. Junge! Ach, der hat hier gerade den gepupst, ey! Ist das eklig! Ich glaube, ey, geht. Es ist Zeit, dass ihr beide, boom, zerstört für ein Flugzeugabsturz-Badge. Tja, das ist ja widerlich, Junge. Hier haben wir sogar noch was. Warnung! Springe nicht in mich hier rein. Doch. Wir springen rein und... Was? Wir fallen einfach nur in ein Loch rein und... Ach, das Lachen ist immer noch am Start. Der Grube tot. Hey, Kollege. Wir brauchen irgendwen, den wir zu einem One-One-Challenge, den wir dann hier erledigen können. Mal schauen, wer das sein wird. Aha. Was haben wir denn hier, Freunde? Können wir da irgendwie reingehen in diese Presse oder so? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich werde zerpresst. Ich werde zerpresst. Und da komme ich einfach wieder raus. Holz zu Staub zersplittert. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Wer will mit mir 1 gegen 1? Hey, du da. Willst du mit mir... Ach so, das ist...
Das ist der Gorilla, glaube ich, mit der Banane auf der Schulter. Uga, 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 verstehst du mich überhaupt? Gamer Rage, ein Gamerladen. Können wir das Ganze, betreten? Ich glaube nicht, aber wir haben hier, berühre nicht die roten Kreuze. Und, was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott, wir wurden von einem Auto zercrashed. Was, was ging denn da ab? Ah, da wurden wir richtig zerfetzt, ey. Schau mal, wir sind jetzt hier sogar auf einem gelben Gebäude. Oh nein, drauf. Und denkt ihr gerade, was ich denke? Ist das so eine Schleuder? Ist das etwa, eine Schleuder? Und festhalte, Freunde, jetzt. Wow, ab geht es. Oh mein Gott, wir wurden weggeschleudert. Wir wurden ins mittelalterliches Todeskatapult. Yo, das ist auf jeden Fall ein richtiges Todeskatapult. Jetzt vorsichtig hier an den roten Linien vorbei. Nicht, dass wir da, oh mein Gott, wieder drüber laufen. Endlich, das haben wir uns aber verdient. Endlich Urlaub von den ganzen, ach, Tod, das ist ja entspannt und heiß, heiß, heiß. Die Sonne brennt, heiß, 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 heiß. Und nein, wir wurden komplett verbrannt. Das nenne ich mal einen Sonnenbrand. Da wollte ich einmal Urlaub machen und dann passierte sowas. Ey, man ist ja wirklich nirgendwo sicher. Das kann ja... Oh, nicht Sinn. Ist das Treibsand oder irgendwie sowas? Warnung. Gefährlicher Treibsand. Oh nein. Und nein. Nein. Wir werden jetzt hier runtergezogen in den Treibsand. Und da wurden wir komplett runtergezogen. Wir sind jetzt hier am Meer. Mal schauen, ob es noch irgendwelche anderen Tode gibt, Freunde. Wie kann man am Meer erledigt werden? Und was? Hä? Ist uns da gerade eine Kokosnuss von der Palme runtergefallen oder was? Oh, mein Kopf, voll auf meinen Kopf. Man ist ja wirklich vor nichts mehr sicher. Wir können hier eine Runde schwimmen gehen, ne? Hier passiert aber nichts, so. Endlich mal hier, wo wir nicht sterben. Oh nein, was ist das denn hier? Eine riesengroße XXL-Lupe, der das ganze Sonnenlicht bündelt. Und stell mich mal vorsichtig. Oh mein Gott, drunter. Nein, jetzt werden wir doch wieder verbrennt. Wir werden komplett braun wie eine Schokolade und komplett schwarz. Ihr seht es. Und wir werden einfach aufgelöst. Heiß, 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 heiß. Weil es so extrem heiß ist. Okay, Freunde, wir brauchen eine Abkühlung. Ab geht es ins... Oh, ins Meer. Und was haben wir denn hier? Oh nein, ein riesengroßer Kaktus. Bitte tu mir nichts an. Aua, aua, das tut ja weh und... oh nein, ich glaube... alles klar, sorry. Alter, ich dachte, wir werden langsam zerpiekst. Auf einmal wird er lebendig. Alles klar, kann man ihnen helfen? Freunde, aber es gibt noch ein paar weitere Tode, die ich euch auf jeden Fall zeigen kann. Nämlich gibt es hier oben eine Rakete und in die können wir... Wow, was heißt einsteigen? Wir werden nach oben gezogen und werden hier in der Luft einfach explodiert. Oh ja. Und da gibt es hier noch, alles klar. Können wir den Chat jetzt eingeben, Freunde? Bilderman, das ist ja hier der Roblox-Erfinder, der Bilderman von ganz Roblox. Wie gemein. Bilderman sucks. Oh ja, das bedeutet Bilderman nervt. Und wenn wir das jetzt hier in den Chat eingeben, ist da Bilderman. Er spawnt einfach. Und Bilderman, es war nicht so, nein, es war nicht so gemeint. Ich konnte nichts dafür. Höchstpersönlich kommt er extra, um uns zu erledigen. Und dann gibt es hier noch in diesem Secret, schönen guten Tag. Na, was geht ab, Sewer Guy? Hier noch Rechtseingang und... Was befindet sich denn da? Ist es etwa von Star Wars? Ihr seht's, hallo, bin ich ja richtig bei Ihnen? Wow! Er zerteilt uns einfach in zwei Hälften. Was ein krasser Star Wars Fight war das denn? Also was heißt krass? Ich war einfach One-Hit und wurde direkt besiegt. Und was ging hier ab? Wir können uns sogar noch hier eine Meteorwaffe hier freischalten. Ab geht's. Jo, wer ist das denn? So eine Katze einfach mit so einem Toastskin hier. Ja, würde ich sagen, seid ihr bereit für den ultimativen Meteorangriff? Es kann losgehen. Wir schießen jetzt hier, oh mein Gott, drauf mit der Waffe und wow, es regnet Meteoriten vom Himmel. Habt ihr das gesehen? Und jetzt passiert es und da kam er, der Meteorit. Jawohl, da haben wir auch das Meteoriten-Badge als nächstes bekommen. Oh nein, ich helfe dir, Kollege. Oh nein, was passiert hier am Spawn, ey? Das sind wirklich hier richtig verrückte Tode. Und was haben wir denn hier oben? Mein Paket ist angekommen. Endlich, so lange habe ich darauf gewartet. Was wird wohl in diesem... Hilfe, das frisst mich auf, mein Gesicht. Nein, und sie öffnet es auch. Nein, was war das denn? Nein, was war denn in dieser Box drin? Irgendeine gefräßige Katze. Junge, zieh dir mal was an. Aber Freunde, ich denke mal, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Video. Wir haben uns wirklich jetzt die verrücktesten und lustigen Wege angeschaut zu sterben und haben alle Tode freigeschaltet, die es im Game gibt. Und ich hätte wirklich im Leben nicht gedacht, dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt, einfach erledigt zu werden. Das war wirklich...
wirklich super lustig. Und Level 51, der neue Wurm. Okay. Hallo, willkommen zu meiner neuen Welt. Wow, okay, hier ist ein Brick. Zack, auch durch ihn werden wir, erledigt. Weiter geht's. Oh, ich hab Angst. Und hier werden wir durch Fallschaden erledigt. Oh, wir sind in den Doors. Was? In Roblox Doors. Okay, mal schauen, welche Monster hinter den Türen werden. Ob wir vielleicht auf Sieg gestoßen werden oder irgendwie sowas. Wer wird es sein? Und natürlich, also so habe ich Doors nicht in Erinnerung. Dass der rote Brick dahinter war. Wo ist eigentlich unser Noob-Freund? Ich glaube, wir haben ihn verloren. Ah, Noob, da bist du ja. Und nein. Er war zu jung, um zu sterben. Noob, oh nein. Wir müssen hinterher. Wir müssen hinterher. Wir müssen hinterher. Zack, auch den Ob, wir haben erfolgreich bestanden. Und boom. Wie viele Level gibt es? Das macht aber richtig Spaß. Der Schwerkraftsprung. Wow, wow. Hui. Ey, hallo? Ah, jetzt, ab geht es. Nein, Noob, es war eine schöne Zeit mit dir, aber ich würde... Ey, ich wollte gerade eine Rede halten. Er springt einfach runter. Er springt einfach runter. Er hat keinen Bock mehr. Okay, weiter geht es. Oh, heiß. Okay, krieg ich keinen Damage durch den kleinen Block vielleicht hier? Ja, es ist der kleine Block. Es ist der kleine Block gewesen. Let's go. Okay, weiter geht es. Okay, Fall Damage. Das bedeutet, wir bekommen... Okay, wo kriegen wir Fall Damage? Oh, okay, wir bekommen hier gut Fall Damage. Und das Ganze müssen wir jetzt immer wiederholen. Und, okay, Noob, ich verabschiede mich. Tschüss. Aua. Okay, Noob, einen Moment, ich lebe noch. Jetzt aber, Noob, ich verabschiede mich wirklich. Boing. Alter, wir überleben immer mit so 1% Leben oder irgendwie sowas. Und zack, da. Okay, hat es uns auch erwischt. Let's go. Wo sind wir jetzt angekommen? Aha, wir sind wieder in der wunderschönen... Na, Landschaft, wer bist du, ein kleiner Block da? Du brauchst dich nicht vor mir zu verstecken. Langsam check ich das Ganze. Der transparente Brick. Okay, auch wenn er unsichtbar ist, erledigt er uns. Er macht immer seinen Job gut. Und jo, wie cool ist das denn? Let's go. Wuhu, willkommen zu meinem Speedrun-Army. Okay, let's go, Freunde. Und... Der Noob, direkt der erste Sprung, hat er gefailt, ey, was ist mit ihm los, Junge? Ich kann Noobi einfach, Noobi. Aber wir müssen es erstmal auch schaffen und, aber kein Ding, Freunde, kein Problem. Zack, da haben wir das Ganze auch geschafft hier, let's go. Und zur Schule geht in Ohio, okay, da wird man direkt erledigt oder was. Okay, lande auf dem Brick hier, nichts leichter wie das, zack. Einmal reingehen hier. Perfekt, perfekt. Oh. Okay, was geht jetzt ab? Geh einfach zur Wand. Was? Es ist so hart. Ich rage. Okay, müssen wir springen bei der Wand? Ach so, hier ist noch was. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt da oben. Oh, auf den Brick springen. Oh mein Gott. Okay, das bedeutet, so, wie sollen wir das Ganze machen? Zack. So, ja. Und noch ein kleines Stück. Komm schon. Ey. Nein, neun Stück. Spring. Ja. Und da ist sie oben angekommen. Alter, wie mein Kopf weggerollt ist. Fragezeichen. Wohin guckst du? Wie mach ich dieses Level hier? Hä? Was? Mach etwas. Es gibt keinen Weg. Wie soll ich mich hier erledigen? Hier ist einfach nur ein leerer Raum mit nichts. Da gibt es einen Weg. Vertrau mir. Okay, Freunde. Wie sollen wir jetzt es erledigen? Hallo? Kannst du einen Tipp geben? Können wir ihn schieben? Können wir irgendwas tun? Wow, Freunde. Okay, ich glaube, müssen wir aufgeben. Das ist das erste Level, was wir skippen müssen. Ich glaube... Oh, warte mal, Freunde. Oh mein Gott, wir können unseren Charakter zurücksetzen. Let's go. Und das bedeutet, in den anderen Leveln, genau in den anderen Leveln, kann man sich gar nicht zurücksetzen. Boah, okay, das war tricky, dass wir das, also das war fünfmal nicht cool, Freunde. Ja. Yo, was geht ab? Komm, chill in meiner Lobby. Okay, Freunde, wir chillen mal in deiner Lobby, aber ich will raus. Ich will raus aus dieser Lobby. Gibt's hier nicht irgendwo? Aha, jemand, der mich erlöst. Der rote Brick hier, zack. Und wer ist er denn? Das ist Kassierer. Yo, was geht ab, dude? Guckst du vielleicht was? Jo, ach, das ist ein DJ. Ah, warte mal, wer ist das? Ja. Er versteckt sich auf dem DJ-Pult. Ich glaub's. Oh, es ist Zeit für ein Minecraft-Phony. Ob geht es rein? Hallo? Oh mein Gott. Wir fahren jetzt zusammen. Wir fahren heute auf Klassenfahrt. Du da. Wir fahren heute auf Klassenfahrt. Du da, ey. Let's go. Oh, okay. Sind wir nicht ein bisschen zu schnell? Oh mein Gott. Okay, wir müssen nach oben. Hallo, gib Gummi, Junge. Gib Gummi, verdammt nochmal. Und ob geht die Post? Okay. Ja, noch ein Stück. Oh mein Gott, da oben wartet der Brickety Brick, der uns erledigen will. Alter, Junge, ich steig gleich aus und geh zu Fuß, ey. Lass ja meine Oma schneller, verdammt nochmal. Ey, Junge, er macht alle paar Meter Pause. Jetzt fahr. Fahr, ja. Ey, kurz davor hält er noch an. Fahr doch.
Was macht der? Was tut der? Ich will aber nicht aussteigen. Und, okay, wir steigen aus. Leute, kein Bock mehr. Tschüss. Okay, wir wurden erledigt. Perfekt. Let's go. 68. Es gibt keinen Brick, weil ich der Brick bin. Wow, er war getarnt. Okay, er hat ein Kostüm angezogen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, es gibt eine weitere No-Jump-Challenge. Das bedeutet, wir dürfen jetzt hier kein einziges Mal bei diesem Level springen. Ja, das haben wir letztes Mal aber auch gut geschafft, muss ich sagen. Ja, hier entlang. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Und da haben wir den Brickety Brick, der uns zerbrickt. Zack, Stufe. Oh, 70 sind wir mittlerweile im Haus. Okay, wir haben einen Computer. Hier können wir ein bisschen Roblox zocken. Aha, aha, aha. Dann haben wir hier Moin. Ja, hier Part. Ein Chill auf der Couch. Wieso nicht, Freunde? Gönnt sich ein Stück Pizza. Guckt ein bisschen Fernsehen. Wir haben hier Mülleimer. Okay, wohnt da irgendwer drin? Ich weiß nicht, aber bis jetzt noch nichts gefunden, womit wir erledigt werden können. Finde etwas, der Hinweis. Wow, danke für den Hinweis, dass wir jetzt irgendwas suchen müssen. Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Oh, haben wir hier vielleicht Bloxy-Moxy-Cola? Mola? Nee. Dann gehen wir mal in den Raum hier. Oh, eine Lampe, Freunde. Die sieht ein bisschen sass aus. Aber auch in der Lampe haben wir nichts. Okay, das wird schwierig. Was ist das denn für ein schwieriges Level? Vor allem, wie groß ist das hier verdammt nochmal? Was ist das denn für ein krasses Haus? Ah, ich wusste es, dass du... Irgendwo musste er sich doch verstecken. Yo, warte mal, Noob, du bist es wieder? Let's go! Junge, wir haben ihn so lange nicht gesehen, Freunde. Okay, wir haben wieder ein... Oh, wir haben wieder ein gespiegeltes Level. So, wir müssen jetzt hier... okay, wir müssen... Ah, wir müssen hier so springen, okay? Ich verstehe schon. Yo, Noob, so, kommen Sie mit, kommen Sie mit. So, einmal hier drauf. Dann, hoppa. Okay, zack, hier drauf. Dann, ja, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, okay. Okay, zack, ja, 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 und... Oh, Freunde, oh mein Gott, ja, ja, und jetzt muss ich eigentlich nur noch nach oben gehen und dann, ja, mit dem Brick, ja, zack, buh, okay, okay, was haben wir jetzt hier? Oh, Mathe-Quiz, 2 plus 2 gleich, ja, 44? Nein, das war die falsche Antwort. Achso, wir haben es geschafft so, ne? Ja, let's go. Es ist ja das Ziel, erledigt zu werden und nicht die Matheaufgabe richtig zu lösen. Der Turm des... Das war's. Ich will's wissen, verdammt nochmal, sonst kann ich nicht schlafen. Yo, Friend, das ist der Tower vom... Oh, vom roten Block. Aha, Freunde, das sind Leute vom roten, bösen Brick, der uns erledigt. Und wir müssen jetzt hier, oh mein Gott, den ganzen Tower jetzt noch ganz, ganz oben bestreiten. Nichts leichter, also ich hoffe, nichts leichter wie das. Ha, auf geht es, Freunde, hier, oh, nach oben, zack. Okay, wir haben jetzt einmal runterfallen. Junge, dann raste ich aus, dann raste ich aber hier komplett aus, Freunde. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ui, ab. Oh, oh mein Gott, Junge, wir haben fast den Kopf gestoßen. Oh, stoßt irgendwas, das hier. Das ist der ultimative Tower of Hell hier. Der Tower of Hell in Roblox einfach. Was geht denn hier ab? Okay, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind an der Spitze angekommen und endlich. Wow. Freiheit, let's go. Wir springen ab nach unten. Stufe 74 sind wir mittlerweile. Der Nichtstisch. Okay, wunderschöner Tisch. Die Nichtskiste. Aha, aha, die Nichtskiste. Wer ist er? Okay, können wir ihn bewegen? Jo, es gibt nichts. Es ist nur ein Troll. Nichtskiste, nichts Troll. Junge, hallo? Müssen wir irgendwas eingeben oder sowas in den Chat? Doppelpunkt Troll. Wow, nö, ich bin kein Admin. Wieso bin ich auch kein Admin? Oh, was? Was? Ey, der Noob. Der Noob hat wieder was gefunden. Oh mein Gott, da oben ein Brick einfach. Als ob eine unsichtbare Leiter. Okay, der giftige Regen. Okay, wir bekommen hier Damage. Ich check schon. Ah, der Regen schmeckt echt lecker, muss ich sagen. Nein, der Noob wurde erledigt. Nein. Alle gehen sie. Aber Freunde, wir haben es jetzt auch geschafft. Ja, okay, so lecker hat er denn noch nicht geschmeckt. Oh, das Trampolin. Wow, oh mein Gott. Okay. Wow, nach oben, zack. Alter, bei welchem Level sind wir mittlerweile? 76, hä? Warte mal, wollen wir nicht erledigt? Okay, Freunde, dann springen wir nochmal. Ich meine, es hat eh Spaß gemacht. Und, ah, oh, wo sind wir jetzt angekommen? Wow, okay, Freunde, zack, wir rennen immer wenn wir ihn sehen, erledigt uns eigentlich immer. Oh, der Kühlschrank. Und, Junge, er war sogar im Kühlschrank drin. Er ist einfach überall, ey. Okay, okay. Ja, ich glaube, Freunde, der Slap-Kapitän. Nee, der Slap-Cam, boom. Auch durch ihn werden wir erledigt. Okay, das Portal, Freunde. Was wird wohl hier passieren? Aha, aha. Wir werden erledigt. Dann habe ich hier den Tower Simulator. Okay, auch hier werden wir erledigt. Oh, Junge, der Doodle. Es gibt ja 1000 verschiedene Versionen von ihnen einfach. Und durch alle werden wir erledigt. Okay, die Backrooms. Was erzählt er eigentlich? Backrooms? Das habe ich ja noch nie gehört.
Okay, komm. Erlöse mich einfach, verdammt doch mal. Du, was du am besten kannst, Junge. Was ist das hier für Level, Freunde? Du musst einfach durch den Brick rennen. Aha. Der Simulator. Interessant. Willkommen zum Goofy Simulator. Oh, der Betrug. Okay, Freunde. Hier mal was anderes. Okay, wir haben hier. Wer ist er hier? Okay, Junge, das ist mir viel zu viel Text, Freunde. Ich will doch einfach nur. Yeah! Let's go! Erledigt werden! Ja, okay. Oh, wir sind im Squid Game! Rotes Licht, grünes Licht. Au! Auch der rote Brick ist da, Junge, er ist überall, Freunde. Arr, willkommen auf freier See. Bam, bam, badadam, bam, badadam, bam, badadam, badadam, bauchi. Und auch da, wo mir erledigt. Okay, oh, 89 sogar. Die Falle, okay? Können wir hier rein? Okay, Entzündung! 3, 2, 1 und. Hallo? Ne? Okay, schade. Oh, wir müssen. Oh, jetzt, wir müssen drauf. Oh mein Gott, wir müssen draufklicken. Oh, wow. Ich dachte, wir fliegen jetzt irgendwie cool weg oder so. Level 90, die verlorenen Ruinen. Endlich bin ich hier. Okay, Junge, wo warst du, Alter? Ich hab dich in 11 Level vermisst. Ich hatte ein Problem mit meinem Internet, aber nun bin ich hier. Okay. Oh, ist hier? Fragezeichen? Ah, nee, es ist okay. Es ist der Brick, Freunde, der uns erlegt. Wieso frage ich überhaupt? Drücke nicht diesen Knopf. Sondern, ah, da war der spawnt hier. Okay, der Damage Block. Ah, er ist mir nicht so sympathisch. Durch ihn. Ey, Junge, er verschwindet einfach wieder. Oh, und dann spawnt er einfach wieder. Er ist überall, Junge. Er ist bei jedem Level. Wirklich, der hat echt einen vollen Terminkalender, Junge. Der muss ja überall zu jeder Zeit sein. Nein, bitte nicht. Ich mache etwas. Okay, Freunde. Okay, er ist am Arbeiten. Ja, sorry. Tut mir leid. tut mir leid. Ich will dich bei deiner Arbeit nicht stören. Aber wir jumpen mal jetzt hier. Oh ja, hier lang. Aha. Okay, hier auf den Gerüsten. Oh, Junge, das ist Leben am Limit hier. Ganz, ganz gefährlich. Was müssen wir überhaupt tun? Ah, ich sehe schon was Rotes da oben. Was könnte das wohl sein, Freunde? Und wir sind rumgekommen. Schönen guten Tag. Okay. Ich glaube, er hat nicht so Lust zu reden. Das kleinste Fenster. Okay. Können wir denn jetzt wirklich wieder durchspielen? Das ist ein Troll, Freund. Ich glaube. Ja, komm schon. Ja, perfekt. Junge, wir haben gerade so durchgepasst. Junge, ich muss meine Haare schon so quetschen. Die standen so ein bisschen hoch ab, ey. Aber wir haben es geschafft. Wir sind auf jeden Fall schon mal weitergekommen. So, okay. Ab geht es, Freunde. Nächster. Oh, wie hier. Okay, was ist jetzt hier das Schwierige? Oh, jedes Level ist so ganz besonders. Jedes Level ist irgendwas Besonderes an ihn. Du schon wieder, ne? Kennen wir uns? Natürlich kennen wir uns schon mittlerweile. Das. Oh, UFO. Okay, was passiert? Oh mein Gott. Okay, Junge, ich wurde schon erlegt, bevor ich ins UFO reingezogen wurde. Doodle Brick oder der normale Brick? Wir wählen das rote Portal. Okay, wir leben noch. Okay, wie heißt der? Ist es der böse Brick? Das ist Part. Das ist Part, aber wir müssen die falsche. Warte mal. Okay, Freunde. Junge, ich will erlegt werden. Okay, Brick. Okay, ist der Brick. Was ist das hier? Der Doodle. Die Doodle-Wand? Ja, okay. Goofy Simulator? Wow. Okay, wir müssen jetzt wirklich jetzt hier jede Frage richtig beantworten. Zack. Das bedeutet, wir als Level 56. Ah, das war Ohio anscheinend. Oh, da sind wir bei ihm angekommen. Ja, sehr, sehr gut. Alter, wir sind gleich bei Level 100. Level 97. Der Wandausgang. Der Wandausgang. Da wurden wir durch eine Steckdose erledigt. So, was geht jetzt hier ab? Oh, der Boden ist Lava und Centrix ist jetzt auch Lava. Okay, Freunde, dreht mal euer Handy um. Was steht da? Der Upside, alles klar, Freunde, keine Ahnung. alles auf dem Kopf. Oh. Und wir wurden einmal nach oben gejietet. Level 99. Oh mein Gott. Ah, nee. Oh, Level 100 sind wir schon. Okay, ist das hier der ultimative Brick, womit wir erledigt werden? Hier werden hier Wissenschaften gemacht oder sowas. Okay, er ist noch am Arbeiten. Jo, was geht ab? Ich bin immer noch am Arbeiten. Okay, interessant. Mit ihm können wir auch sprechen. Aber, oh, können wir irgendwie jetzt hier rein? Müssen wir irgendeinen Knopf vielleicht, oder? Oh, so ein Schalter. Oh, wo sind wir? Haben wir es geschafft? Wir sprechen mal mit ihm hier. Jo, hallo. Also du hast jedes Level bis jetzt geschlagen, richtig? Was für ein Ehrgeiz du hast. Über 100 Level. Ja, alles klar. Bitte mehr Levels, bitte mehr Levels. Was? Es war einfach? Ja, eigentlich schon. Außer das letzte Level. Kann man überhaupt erledigt werden oder haben wir es jetzt hier geschafft? Okay, was mit ihm? Mach mal eine kleine Pause, Kleiner. Okay, kann ich mich dazusetzen?
Klar, wenn du möchtest. Okay, die helfen mir aber auch nicht weiter, muss ich sagen. Let's go, Freunde. Danke fürs Spiel. Okay, das bedeutet, wir haben es wirklich geschafft. Mehr Stufen werden bald hinzugefügt. Das bedeutet, Freunde, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir haben uns jetzt 100 Level wirklich jetzt hier durchgespielt. Bis auf das maximale Level und haben uns einfach 100 Mal erledigt, Alter. Junge, 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 Freunde. Was war das bitte für eine coole Challenge? Aber wir sind wirklich am Ende angekommen bei unserem alten Freund. Yeah! Haben wir ihn tatsächlich jetzt getroffen und haben es geschafft, 100 Mal zu sterben. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.